Guten Abend, herzlich willkommen in die Runde, insbesondere an einfach Hetty, der oder die mich ja abonniert hat, an TJ Omar, an Soliloquy of Chaos, Doro Susi und Verwanki, die hier zu den ersten gehören, die uns hier allen einen guten Abend wünschen, beziehungsweise Svafnir hier zum Gruße. Das wird jetzt auch noch mal sehr aktuell am Montag. Ich kann es vielleicht schon zeigen. Da ist er. Der 11. Phileas-Hornband, frisch bei mir eingetroffen. Und auch demnächst, wie man so schön sagt, in jeder gut sortierten Buchhandlung. Hübsch ist er geworden, oder? Auch ziemlich dick. Also wenn ich hier mal reinschaue, die letzte Seite hat die Zahlennummer 736, also inklusive Anhänge, ja, inklusive Anhänge. Und das Erste, was ich mache, wenn so ein Belegexemplar bei mir ankommt, ist natürlich panisch gucken, ob denn auch alles richtig zugeordnet ist. In diesem Fall bei den Filiason-Romanen. Sind denn die richtigen Karten drin? Sind denn die richtigen Vignetten eingefügt? Ist denn alles, oder zumindest stichpunktartig mal schauen, ist denn das, was kursiv sein soll, auch kursiv? Stehen die richtigen Leute im Impressum? Hier alles gut. Auch beim E-Book habe ich das geschaut. Da gab es beim letzten Mal nämlich ein bisschen Fehlzuordnung, was die Karten anging. Das ist hier aber diesmal alles in Ordnung. Negonaki freut sich auf Filiason 11. Also ich glaube, darauf kann man sich auch freuen. Bernhard und ich freuen uns sehr, dass dieses Buch jetzt erscheint. Werden deswegen auch einen Sonderstream hier auf dem Kanal machen, nämlich am Montag um 18 Uhr könnt ihr uns hier sehen und mit uns gemeinsam feiern. Das ist der offizielle Veröffentlichungstag. Ich nehme an, dass das Buch schon in einigen Buchhandlungen stehen wird. Für uns ist immer besonders, also ihr dürft es kaufen oder nicht kaufen, wie euch das gefällt, selbstverständlich, ja, also das ist ja völlig klar. Für uns besonders günstig, weil wir das ab und zu mal gefragt werden, ist, wenn man das in dieser Ersterscheinungswoche, also ab dem 11. bis zum darauffolgenden Sonntag, das müsste der 17. sein, wenn man das dann erwirbt, wenn man die Paperback-Version haben möchte. Beim E-Book ist es egal. Aber das ist einfach die Woche, weil es da frisch rauskommt, bei der es am wahrscheinlichsten ist, dass es viele Käuferinnen und Käufer gibt. Und wir brauchen ja so einen Ausschlag, so einen Spike in einer Woche, um auf die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen. Und die wiederum, die ist schon sehr schön. Sowas als Hardcover und du kannst in jede Diskussion ziehen, schreibt uns Cervanki. Das ist noch ein weiteres Stichwort. Hardcover. Da gab es heute, es gab diese Woche viele Nachrichten und Dinge, die so in dem Sinne passiert sind. Bei den Hardcovern, es gibt ja Hardcover zur Filiason-Saga, diese Deluxe-Ausgabe, wo immer zwei von den Paperbacks zusammengeschlossen sind. Da haben wir heute die Nachricht bekommen, dass demnächst, also neun genauen Termin haben wir nicht, man den vierten Band dieser Deluxe-Ausgabe wird vorbestellen können, sodass also bei Ulysses das jetzt offenbar auf dem Schreibtisch ist. Also dass die jetzt wirklich sagen, wir haben nicht nur abstrakt vor, das zu machen und haben Lizenzgebühr bezahlt und so weiter, sondern das wird jetzt offenbar gerade eingeplant. Und da ja die Texte fertig sind und alles, müsste das ja dann auch flott gehen. Negonaki liebt die Reihe total, freut sich aber auch darauf, dass sie bald endet. Alles Gute muss mal zu Ende gehen. Ja, ich finde auch, insbesondere bei Romanfiguren, aber etwas abgeschwächt auch bei Romanreihen und Filmreihen, ist es ein bisschen schade, wenn die so am Schluss dahin siechen, bis sie keinen mehr interessieren und dann halt eingestellt werden. Ich will jetzt nicht sagen, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Das ist vielleicht übertrieben.
Aber einen sinnvollen Abschluss zu finden, solange die Geschichte noch interessant ist, finde ich schon gut. Und übrigens, das darf ich, denke ich, sagen, in diesem Band wird auch etwas zum Abschluss gebracht, dass wir einen Handlungsbogen, den wir lange Zeit liebevoll gehätschelt haben, ja, wir findet hier sein Ende. Ich denke, das wird einige Leute in der Leserschaft schwer überraschen. Aber ich halte es für die richtige Entscheidung. Bin sehr gespannt, wie euch das gefällt. Verrate aber jetzt natürlich noch nichts dazu. Dispaginus, Bestsellerliste haben wir letztens auch geschafft. Das ist richtig. Letztes Mal waren allerdings, das muss ich auch sagen, die Auslieferungszahlen höher. Das sind die Zahlen, wie viele von den Büchern in den Buchhandel reingeliefert werden. Die waren also zum vergleichbaren Zeitpunkt bei Nebelinseln höher, als sie jetzt sind bei Elfenkönig. Also da müssen wir uns ein bisschen anstrengen, dass das klappt. Aber es könnte klappen, natürlich, ne? So, Doro Susi vermutet, ihr Lieblingsbuchladen haut jetzt am Samstag raus. Ja, dann ist das so. Negonaki spekuliert, es geht entweder um Salarin oder um die Sache mit der Schwester von Einauge. Oder um die Frage, wer für die Aufgaben nun verantwortlich zeichnete. So, das haben wir schon mal drei wunderschöne Thesen. Drei auf einmal geht nun wirklich nicht. Und ihr werdet mich auch nicht dazu verleiten, da was zu sagen. Denn ich bin ja auf der Seite von Non-Existent77. Hallo übrigens. Keine Spoiler bitte. Möglicherweise schafft ihr es am Montag, dem Bernhard was rauszulocken. Also die später dazugekommen sind. Wir werden am Montag um 18 Uhr speziell einen Stream machen zum Erscheinen von Elfenkönig. Deswegen jetzt auch erstmal. Na, eine Sache möchte ich noch sagen zur Phileas-Saga. Ich hatte ja erwähnt, diese Woche ist eine Menge Mailverkehr gewesen, eine Menge Zeugs hin und her geflogen und darin war auch der Entwurf für das Titelbild für Band 12, für den Abschlussband, für den Band. Und ich glaube, das ist jetzt ziemlich sicher, der König der Meere heißen wird. Das war ja bislang immer ein Arbeitstitel. Er stand jetzt aber schon auf dem Coverentwurf drauf. Das wäre also jetzt sehr überraschend, wenn sich das noch ändern würde. Deswegen, der wird wohl König der Meere heißen. Und er hat ein, wie ich finde, wieder mal sehr schönes Titelbild. Also es wird ja immer von demselben gezeichnet. Kerem Beyet aus Istanbul. Und der hat das da auch wieder sehr schön umgesetzt. Wir haben noch einen Änderungswunsch, damit es für uns auch von Level 9 auf Level 10 kommt sozusagen. Und ja, also ich denke mal, dass sich das auch umsetzen lässt. Und ich glaube, dann haben wir auch wieder ein sehr, sehr schönes Titelbild für den Abschluss. Ja, wir sind uns alle einig, Spoiler wollen wir nicht. Wobei ich ja persönlich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Spoiler und Appetizer. Also ich glaube, man kann schon sehr viel über ein Buch verraten oder die Handlung eines Buches oder eines Films verraten, ohne dass man die Spannung nimmt. Aber das ist hier ja jetzt gar nicht notwendig. Also jetzt wirklich mal genug mit Filiason. Ich erzähle mal noch ein bisschen, was passiert ist. Schwerpunkt heute Abend wird übrigens sein, ein Leserbrief, den habe ich bekommen von Disparginus, den ich auch sehr herzlich begrüße hier im Chat, zu meinem Buch Sternenbrücke. Auch da habe ich ganz im Sinne hier der Spoilerfreiheit die Dinge rausgekürzt, die jetzt hier von der Handlung zu viel verraten. Ein paar Namen anonymisiert, auf die sich der Disparginus bezogen hat. So dass wir das auch gut diskutieren können. Ich denke auch, das wird über das Buch hinaus so ein bisschen von allgemeinem Interesse sein. So,
Non-Existent 77 ist gerade im Anflug auf Anisata 2. Guten Flug. Unter den vielen, vielen Dingen nehme ich dieses Mal Fast Chat. Frage: Hast du Einfluss auf den Klappentext bei deinen Büchern? Ich schreibe den Klappentext bei meinen Büchern. Allerdings ist tatsächlich der Klappentext etwas, wo der Verlag öfter mal dann auch noch mal insistiert. Das liegt aber daran, dass es erstens recht, also es gibt so formale Vorgaben für so Klappentexte. Wenn die zu lang sind, dann nehmen manche von den Online-Händlern die nicht mehr so in die Vorschau, dann werden die dann abgeschnitten. Das geht natürlich nicht. Außerdem ist das natürlich auch wirklich eine Domäne von Marketingleuten, die dann da auch gerne nochmal sich einbringen, so dass so ein Klappentext tatsächlich zu den am häufigsten geänderten Texten gehört. Aber der Ursprung, der erste Vorschlag für den Klappentext kommt von mir, Schrägstrich bei Filiasson logischerweise von Bernhard und mir. Also ja, habe ich. Allerdings ist das was, das ist auch noch so eine Sache, so aus dem Literaturbetrieb. Man muss erst mal wissen, dass man da Vorschläge machen darf. Ganz am Anfang wusste ich das nicht. Da dachte ich, da wäre das nicht gewünscht, dass man als Autor sich da einbringt. Ist aber nach meiner Erfahrung bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ist das falsch. Also die sehen das sehr gerne, wenn ich einen Entwurf mache, der dann aber natürlich auch geknetet wird. Also das ist klar. So, was wollte ich noch erzählen? Zu den vielen Sachen, die gekommen sind jetzt in der jüngeren Vergangenheit, sind heute Versandbestätigungen von der Druckerei für die Schattenherren Hardcover. Das heißt, da geht es jetzt also wirklich los. Und Lieferung scheint aber nicht in einem Schwupps zu erfolgen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, bei der Menge, also geringen Auflage, die jetzt hier für so ein Crowdfunding gemacht wurde, es sind jetzt keine Tausenden, die da drucken müssen, dass die nicht in einem Rutsch durchdrucken, wenn die die Maschinen eingerichtet haben. Aber offenbar gehen die dann nicht alle gleichzeitig in den Versand. Ich weiß nicht, wie das da bei denen organisiert ist. Also ich kriege jetzt erstmal einen Teil. Und ich nehme aber an, dass dann morgen der Rest in den Versand geht. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass die nächste Woche kommen. Die müssen ja von Polen bis nach Köln. Und dann kann ich die signieren und eben an die Unterstützerinnen und Unterstützer rausschicken. Also das ist nochmal eine schöne Nachricht für die Leute, die da mitgemacht haben. Außerdem wird es die Bücher dann auch kurz darauf regulär geben. Ich werde probieren, die auch in den regulären Buchhandel zumindest mal bestellbar zu bekommen. Auf jeden Fall aber im Shop auf meiner Webseite. Genau, also damit ist das auch so ziemlich zu Ende. Negonaki fragt, bei welchen Abläufen im Kontext von der Idee zum fertigen Buch bist du froh, dass andere das machen und nicht du das machen musst? Also charakterlich bin ich jemand, wenn ich investiert bin in einem Projekt, also wenn mir das was bedeutet, würde ich das am liebsten alles selbst machen. Das ist aber mehr so eine emotionale Sache. Ja? Also vom Kopf her weiß ich, dass es zum Beispiel eine sehr gute Idee ist, dass ich die Titelbilder nicht selbst mache. Was tut dem Ergebnis so richtig gut? Oder dass ich zum Beispiel auch so Innenillustrationen wie jetzt bei den Schattenherren, dass das die Katharina gemacht hat und der Timo das mit den Vignetten gemacht hat und nicht ich. Das ist schon eine sehr gute Idee. Prinzipiell habe ich da immer gerne irgendwie Einfluss und nehme da dann auch gerne Einfluss und muss mich dann aber selbst so ein bisschen zurückhalten, um das auf ein sinnvolles Maß zurückzudrücken. Was ich aber tatsächlich, wo ich dann sage, das hat mit dem eigentlichen Buch und der Gestaltung und dem Gesamtkunstwerk Buch nichts mehr zu tun, ist eben alles, also Versand und nachhalten, wie viel jetzt im Buchhandel verkauft wird und sowas. Das finde ich schon gut, wenn es da also Versender gibt und Verlage gibt, die sowas machen.
Aber im Grunde für mich ist ein Buch tatsächlich ein Gesamtkunstwerk, das nicht nur aus dem Text besteht, sondern auch aus der Aufmachung und so weiter. Und natürlich auch aus solchen Sachen wie Klappentext und so und. Und ich gestalte gerne dieses Gesamtkunstwerk irgendwo mit oder habe Einfluss oder so, also so in der Richtung. Auch Buchsatz, also Non-Existence 77, das ist tatsächlich bei dem, also es ist blöderweise sehr zeitraubend, aber grundsätzlich finde ich das schon gut, dass ich da bei diesen Hardcovern auch selbst den Buchsatz machen konnte. Weil der Buchsatz, also das ist, ich hoffe, dass das jetzt viele von euch nicht so desillusioniert. Es gibt ja so diesen Punkt mit verwaisten Zeilen. So einzelne Zeilen von einem begonnenen Absatz, die am Ende einer Seite stehen. Oder einzelne Zeilen, die übrig bleiben zu Beginn einer Seite. Und je nach Verlag, also Piper macht die gerne beide weg, also dass beides nicht vorkommt. Bei Heine glaube ich, also nur eins von beiden, und ich glaube, das ist so eine verwaiste Zeile am Ende einer Seite. Am Anfang sind sie, glaube ich, cool damit. Am Ende glaube ich nicht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und wenn wir dann diese Fahnen kriegen, dann steht da schon mal öfter, bitte eine Seite austreiben. Und das führt tatsächlich, das hätte ich auch mal nicht für möglich gehalten, aber es führt tatsächlich dazu, dass man dann mal so ein Wort rauskürzt oder einen Halbsatz rauskürzt oder einfügt, damit es dann passt, ja, damit sich das zurechtschiebt. Das mache ich nie, wenn ich selbst den Satz mache. Wenn ich selbst den Satz mache, dann vergrößere oder auch verkleinere ich die Zeichenabstände um Zehntel Point. Das sieht man, oder ich sehe das zumindest nicht, wenn ich so eine Seite angucke. Das führt aber eben dazu, dass sich so ein Absatz verlängert oder verkürzt, ja, und dass damit dann das wieder passt. Und am Text wird dann aber nichts geändert. Also das mache ich dann nie. Das ist aber wirklich aufwendig, da eben so die Absätze zu finden, wo es eben genau eben nicht auffällt, wenn man das macht und so, ne? Und deswegen verstehe ich auch, dass so ein Verlag das selten tut. Aber das ist, für mich ist das sehr viel brachialer, mal so ein Wort rauszukürzen, das eigentlich da stehen sollte, im Vergleich zu ein bisschen enger zusammenzurücken, die Abstände zwischen den Zeichen. Deswegen, also weil ich das ja machen kann, weil das bei mir ja keinen Stundensatz kostet, sag ich mal, deswegen mache ich auch gerne selbst den Buchsatz. Dispaginus, alleine Korrekturlesen geht auch nur begrenzt. Nach dem zweiten Durchgang ist Mesh Blinking. Ja gut, das ist ja klar. Aber auch da, also das stimmt natürlich, man braucht Korrekturen und so, ne? Aber auch da bin ich in der Fraktion, und das ist, da gibt es eine weite Spanne im Kollegenfeld, ich bin in der Fraktion, die alle Änderungen nochmal gerne sieht. Ich möchte gerne alles sehen, was dann geändert wird oder geändert werden soll, und bin auch dann derjenige, der sagt, ja, ich sehe ein, meine Formulierung war jetzt nicht optimal, aber das, was hier vorgeschlagen wird, ist möglicherweise auch nicht optimal, und ich habe jetzt einen dritten Vorschlag. Also da macht es dann schon so bei mir vielleicht öfter Ping-Pong als bei den Kolleginnen und Kollegen. Allerdings wird mir, also bei allen Verlagen, bei denen ich war, wurde mir bislang versichert, dass das Ausgangsmaterial schon sehr sauber ist, was die bekommen. Also, dass die da letztlich dann doch mit mir oftmals oder eigentlich immer weniger Arbeit haben als mit den durchschnittlichen Kollegen und so weiter. Ningonaki, wie ist mein Eindruck? Geben Verlage einem mehr Mitspracherecht, wenn man einfach im Umgang ist, zum Beispiel durch Termineinhaltung und so? Termineinhaltung ist die Voraussetzung, dass man überhaupt noch Zeit investieren kann, gemeinsam in solche Diskussionen. Wenn der Abgabetermin da ist oder der Satztermin schon da ist oder der Veröffentlichungstermin da näher rückt, dann ist ja klar, dass da dann die Leute auch sagen, so Freund, du hast das unterschrieben.
Du hast den Termin gesehen. Wir haben einen Vertrag. Sieh mal zu, dass das jetzt fertig wird. Also, es kommt jetzt nicht auf den Tag an oder so, ne? Das wissen wir auch. Oder eine Woche. Aber wenn man schon ein paar Monate drüber ist, dann ist schlicht und ergreifend die Zeit nicht mehr da. Ansonsten, man muss sich eben so ein bisschen, wer gestern das, oder gestern war das vorgestern? Vorgestern war das, glaube ich, das Coworking nochmal geschaut hat zur Stellaris-Kurzgeschichte. Die war ja aus dem Lektorat da. Da erzähle ich auch einiges zur Zusammenarbeit mit dem Lektorat. Man muss sich eben die Kreuzzüge aussuchen, auf die man geht. Also, man kann nicht wegen jedem Komma und wegen jeder Formulierung, da die große Diskussion anstrengen, weil das einfach viel zu viel Aufwand wäre. Ja? Also, wenn man sagt, okay, das ist jetzt eine Änderung und ich finde es zwar nicht besser als vorher, aber ich finde es auch nicht schlechter, dann ist für mich okay, da will ich dann gar nicht mehr drüber sprechen. Das ist dann in Ordnung, ja, dann nehme ich das an. Sogar, wenn ich sage, es ist minimal schlechter, weil ich ja weiß, es wird Punkte kommen, werden Punkte kommen, es werden Punkte, wird Punkte geben, bei denen ich ganz entschieden der Meinung bin, das wäre jetzt aber eine Verschlechterung. Und über die will ich sprechen. Ich will über die substanziellen Sachen sprechen. Ich will über die Sachen sprechen, die wirklich die Qualität des Textes beeinflussen. Ich glaube, wenn man da eine andere Einstellung zu hat und wenn man wirklich für jede kleine Änderung, die da vorgeschlagen wird, sagt so, das musst du mir jetzt aber seitenlang begründen und dann müssen wir aber drüber telefonieren und über jedes Ding und wir reden hier selbst bei mir, wo man mir ja, also es ist wirklich so, wo man mir wirklich sagt, du bist so ein Autor, wo man kaum was machen muss. Selbst ich habe, ich glaube, 3000 Änderungsmarkierungen so ungefähr in einem 400-Seiten-Manuskript. Das geht nicht. So, wenn man da aber meint, das muss aber jetzt gehen, ich glaube dann, das ist mehr so die Kategorie von anstrengend und jetzt wollen wir auch mal fertig werden mit dem Zeug, dass man da seinen Kredit aufbaut, aufbraucht. Ja. Also das kann ich mir schon vorstellen. Non-existence, bei Übersetzungen gibt es manchmal keine Entsprechung. Ja, stimmt. Ist so. Hattest du schon mal übrigens auch Übersetzungen, ja? Wenn das, also die einzige Fremdsprache, die ich gut genug beherrsche, um da einen Roman zu lesen, ist Englisch. Jetzt wurde ich noch nie großartig ins Englische übersetzt, bis auf eine Kurzgeschichte. Aber wenn das passieren würde, hätte ich auch gerne die Zeit, diese englische Übersetzung nochmal zu lesen. Also es wurden schon mal so Textproben von mir übersetzt, um die woanders anzubieten. Die habe ich alle nochmal durchgeguckt. Ja. Und bei vielen, also mein Englisch ist recht gut, bei vielen dann auch nochmal vorgeschlagen, vielleicht etwas anders zu formulieren im Englischen. Ne. Hattest du schon einmal eine schwierige Erfahrung mit einem Verlag? Ah, nee, das steht aber so im Vertrag, Punkt oder Pech. Erinnere ich mich jetzt nicht dran. Also wenn ich es hatte, ist es meinem Gedächtnis entfleucht. Das ist, also ich habe das ja, glaube ich, schon oft gesagt. Es ist eigentlich immer so, der Verlag ist ja ein Partner, ist ja kein Gegner. Ne? Also man arbeitet ja gemeinsam mit dem Verlag daran, dass das erstmal, dass der Text so gut wird, wie er werden kann. Dann, dass das Buch so gut wird, wie es werden kann. Dann, dass das Buch so gut präsentiert wird, wie es präsentiert werden kann. Man hat ja in aller Regel gemeinsame Interessen. Denn man will ja dasselbe. Also man arbeitet ja, man spielt ja im selben Team. Der eine ist vielleicht Stürmer und der andere ist Verteidiger, aber man spielt im selben Team. Man spielt auf dasselbe Tor. Und ich habe so den Eindruck, aufgrund jetzt nicht speziell dieser Frage, aber aufgrund insgesamt der Fragen, die mir in diesem Themenkomplex gestellt werden, dass viele Leute glauben, man spielt gegen den Verlag. Und ich habe auch durchaus von Kolleginnen und Kollegen gehört, die schlechte Erfahrungen mit Verlagen gemacht haben in der Hinsicht. Das waren aber nie die Verlage, bei denen ich gewesen bin. Also,
Ich kann da nichts Schlechtes sagen, wirklich nicht. Okay. Gut, ich möchte jetzt zum Thema kommen. Das Thema ist der Leserbrief, den Dispaginus mir geschrieben hat, zu Sternenbrücke. Ich habe, das ist ein recht ausführlicher Leserbrief, erst nochmal vorweggeschickt, herzlichen Dank dafür. Und er fasst da auch die Handlung immer mal wieder zusammen in verschiedenen Abschnitten. Das habe ich alles rausgelassen. Es ist für mich trotzdem natürlich, also auch weil ich glaube, dass erstens bezieht sich das dann ja wirklich konkret nur auf dieses Buch. Da kann ich also wenig Allgemeines zu sagen. Zweitens wäre das ja nun wirklich auch das, wo die Spoiler-Gefahr am höchsten ist. Und ich weiß nicht, ich hoffe natürlich, dass ihr alle Sternenbrücke schon gelesen habt. Aber diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, die möchten wir natürlich auch trotzdem hier behalten können. Ja, deswegen habe ich das weggelassen. Für mich war es trotzdem durchaus interessant, auch diese Passagen zu lesen. Nicht, weil ich mich nicht mehr erinnern könnte, was ich geschrieben habe. Also dafür ist es ja dann doch noch recht frisch. Aber für mich ist natürlich interessant, was von dem, was ich geschrieben habe, kommt denn bei dem Leser Dispaginus überhaupt an? Ja, also das. Oh, Fakriro. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Freut mich, freut mich, freut mich. Guten Abend, MIG 309. Schön, dass ihr kommt. Wir haben gerade ein bisschen allgemein über Lektorat und über Schriftstellerei und über das Erscheinen des neuen Phileas-Hornbandes hier gesprochen. Ihr kommt aber gerade rechtzeitig zum Hauptthema des heutigen Abends. Ich habe einen Leserbrief bekommen zur Sternenbrücke. Den werde ich jetzt durchsprechen und kommentieren und hoffe, dass dabei auch viele Punkte sind, die nicht nur für dieses Buch jetzt speziell von Interesse sind, sondern vielleicht kann man da allgemein noch mal was rausziehen über Science-Fiction-Romane oder allgemein Romane. Damit fange ich jetzt auch einfach mal an. Los geht's. Also, Dispaginus fängt an damit, dass er schreibt, aufwendig bedrucktes Weichcover. Schöner Ausdruck, finde ich. Also, es hat einen schwabbeligen Umschlag, das ist damit gemeint. Lettern von Titel und Autor sogar auf dem Buchrücken mit Lack hervorgehoben. Stimmt. Also ich weiß nicht, ob man sehen kann, dass das hier so ein bisschen glänzt. Kann man natürlich nicht sehen. Super. Auf jeden Fall ist das lackiert. Vorne ein Blick durch Raumschifffenster. Tada! Ins All. Innen prangt die Milchstraße. Hier. Stabiler Karton mit nach innen umgeschlagenen Klappen. Sehr gut. Nennt sich übrigens Klappbroschur. Und bedeutet auch, dass dieses Buch, wenn es um die Spiegel-Bestsellerlisten geht, auf der Paperback-Bestsellerliste ist. Genau wie übrigens die Phileas-Saga. Die Paperback-Bestsellerliste ist von den drei großen Bestsellerlisten die kleinste. Also die, wo man am wenigsten Verkäufe braucht, um da drauf zu kommen. In solider Piper-Qualität geklebt. Das finde ich auch wichtig. Ich finde ganz traurig, wenn man so ein Buch gelesen hat und dann flappt das so auseinander. Dann liegen da so lose Seiten drin. Das kann ich überhaupt nicht haben. Finde ich gut, dass das hier bei dem Dispaginus nicht so gewesen ist. Was kann ich hierzu vielleicht sagen? Die Tatsache, dass hier einfach so ein Motiv drin ist. Die Leute, die jetzt viele Bücher von mir kennen, die wissen, dass das auch der Fall ist bei Feuer der Leere und bei das Imago-Projekt. Das ist typisch für Science Fiction. In der Fantasy, schauen wir uns hier mal an, die Phileas-Saga Elfenkönig, hat man sehr, sehr, sehr gerne Karten. Das ist so ein bisschen so ein Unterschied. Das liegt einfach so ein bisschen daran, was erwartet die Leser.
schafft. Non-Existence Fenster sieht so ein bisschen aus wie ein Blick durch die Kupola auf der ISS, by the way, genau. Bin ja ein großer Freund der ISS. Also, das gefällt mir auch, dass es da diese Ähnlichkeit gibt. So ein Taschenbuch hat bei mir einiges durchzustehen. Es wird voll umgeknickt, damit ich es in einer Hand halten und lesen kann. Hat gehalten. Und ich weiß auch, dass diese Behandlung für den Buchästheten der Horror ist. Also tatsächlich ist es bei mir so, das mache ich überhaupt rein gar nicht. Wenn ich lese, dann sieht das Buch hinterher genauso aus wie vorher. Ich habe allerdings viele gebrauchte Bücher. Ich finde das irgendwie interessant, den Gedanken, dass vorher schon mal jemand in dem Buch gelesen hat. Und deswegen, wenn ich ein Buch in diesem Zustand hier bekäme, dann würde man hinterher gar nicht sehen, dass es gelesen ist. Also das würde noch genauso aussehen. Ich kenne aber genug Leute, die dann erstmal hier diesen machen und dann da einen ordentlichen Knick drin haben. Es sind eure Bücher. Macht damit, was ihr wollt. Ihr müsst damit glücklich werden. Das ist dann halt so. Ich mach's nicht, aber egal. So. Weiter im Text. Aber es ist dann ja schon mal, also dafür ist es natürlich wirklich gut, wenn das gut geklebt ist, ne? Also deswegen ist es auch nicht unwichtig, ob jetzt diese Leimung da, ob die jetzt gerade mal so eben hält oder ob die so richtig solide ist. Beim Dispaginus hat sich herausgestellt, bei Sternenbrücke richtig solide. Das ist natürlich gut. So. Das Titelbild selbst und die Farbgestaltung des gesamten Covers sehr stimmungsvoll und passend zum Thema des Romans. Blick auf einen fernen Sternennebel und die Tiefe des Alls. Und da braucht es eben eine Sternenbrücke. Ja. Finde ich auch. Aber ich hätte ja noch den Hund Pilgrim drauf gehabt. Also, das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Mein Entwurf war ein bisschen ein anderer. Hatten wir vorhin schon mal kurz das Thema. Ich mache immer Bildbeschreibungen, Entwürfe für Titelbilder. Das heißt aber nicht, dass das, was ich reingebe, dann am Schluss auch das ist, was umgesetzt wird. So. Die Klappentexte sind anmachend informativ. Wir hatten gerade schon, die Klappentexte kommen von mir, zumindest mal die Ursprungsversionen, werden dann geknetet. Hier war es tatsächlich zufällig so, das ist wirklich ein Zufall, dass die im Lektorat bei Piper gerade so einen Kurs anstehen hatten, wie mache ich geile Klappentexte? Also so eine Fortbildung für das Lektorat. Und da hatte dann meine Lektorin, die Karin Paulut, die hat da also die Entwürfe, die wir dann schon vorbesprochen hatten, hat die mitgenommen, so dass die da dann auch von der Gruppe in Gruppenarbeit sozusagen diskutiert und optimiert werden konnten. Das ist natürlich ein Glücksfall, ne? Also dass das da so passiert, dass man sich da so intensiv mit beschäftigt hat. Die knackig kurze Autorenvorstellung zeigt anscheinend ein sehr ernsthaftes Jugendbild von dir ohne Grauwerte in der Haarpracht. Das ist hier auf der hinteren Klappe. Das hier. Dieses Bild, das erzähle ich auch immer an meinem Stand, habe ich preiswerter bekommen, weil, oder die Bilderserie, weil der Fotograf damit sein Halloween-Schaufenster dekoriert hat. Ob das jetzt ein Kompliment ist oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Man hat den deutlichen Eindruck von Wertigkeit, wenn man das Buch in der Hand hält. Das freut mich, besonders wenn man den Aufkleber Spiegel-Bestseller-Autor abknibbelt, was allerdings problemlos klappt. Das ist auch ein, also das ist hier dieser Aufkleber, das ist auch ein Lerneffekt, den die Verlage erstmal durchmachen mussten. Inzwischen, alle, die ich kenne, haben, es gibt ja verschiedene Sorten Klebstoff, haben für diese Aufkleber so einen Klebstoff, der nicht besonders gut hält. Also sprich, es gibt viele Leute, die das gerne abknibbeln. Es ist aber Tatsache wirklich etwas, was den Verkauf fördert, wenn so ein Aufkleber da drauf ist. Also diese Aufkleber sind nicht zwecklos. Ja? Also die erfüllen einen Zweck. Allerdings natürlich nur so lange, bis es gekauft ist. Und deswegen, es gibt viele Leute, die das gerne abmachen möchten. Und da hat man sich jetzt nachgerichtet. Deswegen hier bei Piper, aber auch bei den anderen Verlagen, die ich kenne. Hier ist ja auch so ein Aufkleber jetzt drauf, hier bei Heine. Ne? Also das sind alles, ist alles mit diesem Kleber gemacht, der problemlos auch wieder abgeht. Ne? Also dass man da jetzt nicht so ein Ratsch und man hat dann da so ein Loch im Cover und das passiert halt nicht. Ja. So, Non-Existent 77 hat das also auch gemacht mit dem Aufkleber. Wie gesagt, das machen viele.
Negonaki. Ich habe früher meine Bücher immer weit aufgeklappt, so dass ich dann einen Knick, sondern viele Knicke hatte. Hatte den Eindruck, dass man dann schön sehen kann, dass es gelesen wurde. Heute sehe und mache ich das weitgehend anders. Tja, ich habe das noch nie gemacht. Hallo Thomas, guten Abend. Tispagnicus. Soll ich auch gehen, wenn ich schlecht abgehe? Ja. Also klar, das mit dem Restleben, aber ich glaube, das war wirklich im Wesentlichen früher. Ich glaube, heute haben die meisten Verlage das eingesehen. Auf manchen Büchern sind die Aufkleber eher drauf gedruckt. Ja, das. Also weißt du nicht, warum man das macht. Also es ist ja eigentlich schon besser, wenn man der Leserschaft die Wahl lässt. Also vor allem nicht, wenn es auf dem Frontcover ist. Auf dem Backcover finde ich es nochmal was anderes. Auf dem Frontcover finde ich auch besser, wenn man da die Wahl hat, ob man den behalten möchte oder ob man ihn abknibbeln möchte. Weiter im Text. Orthographie und Grammatik sind meinem Eindruck nach durchgehend fehlerfrei. Beim Lesen sind mir irgendwo mal ein oder zwei Rechtschreibfehler untergekommen, mehr nicht. Vielleicht hätte ich bei einem langweiligeren Text noch mehr gefunden. Das ist natürlich freundlich, also dieser letzte Satz ist natürlich sehr freundlich. Während ich hier mit bibbernden Zähnen und zitternden Fingern diesen Leserbrief lese, kriege ich schon mal ein bisschen Beruhigung, dass vermutlich da jetzt nicht drin stehen wird. Das ist ja wohl totaler Schrott. Das ist natürlich schön, aber die eigentliche Aussage ist ja, es ist in Ordnung von Rechtschreibung und Grammatik. Ein paar Fehler sind eben noch drin. Ihr schreibt hier von zweien, die ihm untergekommen sind. Es gibt keinen fehlerfreien Roman als Grundregel. Vielleicht gibt es so ein paar Ausnahmen. So ein paar Bücher, insbesondere wenn die in der 48. Auflage sind. Kann ich mir schon vorstellen, dass die so oft durchgeguckt wurden, dass dann wirklich alles raus ist. Aber meistens ist es sogar so, in dem Moment, wo ich eine Lesung vorbereite und dann nochmal mir die Stelle, für die ich mich dann entschieden habe, mir anschaue, also für die Premierenlesung, dann fällt mir da natürlich auf, dass ausgerechnet in dem Stück dann noch so ein Fehler drin ist. Was mich jetzt spontan interessiert, wo wir gerade Negonaki beim Aufklebern sind, wozu dienen die Preisaufkleber auf der Rückseite, wo doch der Scancode und Preis ohnehin in der Regel schon beim Buch drauf aufgedruckt ist? Die kommen normalerweise nicht vom Verlag, es sei denn, das Buch war so lange im Lager, dass sich inzwischen der Preis geändert hat. Das ist ein absoluter Sonderfall. In der Regel kommen die vom Händler. Der Händler hat in seinem Warenwirtschaftssystem, also die Buchhandlung oder der Supermarkt oder wo immer man das Buch kauft, in seinem Warenwirtschaftssystem eine Artikelnummer. Die Artikelnummer stimmt aber nicht überein mit der ISBN. Das heißt, die müssen für ihr Kassensystem, müssen die so einen Aufkleber haben, wo dann diese Nummer erfasst wird. Das ist meistens der Grund, wenn da nochmal ein extra Aufkleber drauf ist. Deswegen ist auch bei dem einen Händler ein anderer Aufkleber drauf als bei dem anderen Händler. Meistens. Also. Du arbeitest ja generell sehr genau, fast konservativ penibel. Stimmt, im Satzbau. Trotzdem hatte ich hier den Eindruck, du gönnst dir mehr Gestaltungsfreiheit und Satzvolumen als in den 60 Seiten Heftroman. Da muss man jetzt sagen, Siko, werden Fehler in der ersten Auflage in der zweiten korrigiert? Ja, also zumindestens, ich weiß das ganz sicher von Heine. Die haben so eine Datei, wo die alle Fehler reinschreiben, die sie so entdecken oder die ihnen gemeldet werden. Ja, also, und dann, wenn der nächste Drucklauf ist, also sprich genau bei der nächsten Auflage, dann werden die da eben korrigiert. Ja. Herr Negonaki, dritte durchgesehene und so weiter. Ja, das ist allerdings selten, ne? Dass da ein neues Vorwort und so reinkommt. Ein Beleg dafür findet sich vielleicht beim Durchblättern mit dem Daumen. Kaum auf einer Seite knallt er leider. Ach so, warte. Ich war noch nicht fertig.
Mehr Gestaltungsfreiheit und Satzvolumen. Ja, also ich würde das grundsätzlich mal, hätte ich das bestritten, allerdings ist der Dyspagines nicht der Erste, der mir das sagt. Jetzt überlege ich, woran das liegt. Also von mir subjektiv würde ich sagen, ich schreibe die Sachen genauso, wie ich einen Heftroman schreibe. Aber es wurde mir schon mehrfach gesagt, dass meine Heftromane sich anders lesen als meine längeren Romane. Das Einzige, was ich wirklich bewusst anders mache, ist, dass ich bei den Heftromanen mehr Absätze mache, weil die ja so spaltig gedruckt sind. Und wenn man, also da fällt noch mehr auf, wenn lange kein Absatz kommt, dann hat man eben so eine Säule von Text. Ja. Also da mache ich schon öfter einen Absatz. Das ist das Einzige, was mir bewusst ist. Offenbar. Weil ja Dyspagines nicht der Einzige ist, der das sagt, mache ich aber auch beim Satzbau und so weiter was anderes. Also hier kann man das Verbrechen bestaunen. Eingekringelt extra. Das sind offensichtlich keine Aufkleber, sondern das ist da einfach draufgedrückt. Tja. Da kann ich auch nur schweigend in Grauen davor stehen. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ist mir nicht klar. Negonaki spekuliert, vielleicht hast du dir einen bestimmten PR-Grundton antrainiert. Also wenn, dann nicht bewusst. Es ist sogar, das, in dem Sinne ist sogar das Gegenteil wichtig, weil bei PR immer gesagt wird, ihr sollt euch nicht irgendwie einschleifen auf einen gemeinsamen Grundton. Wir wollen gerne, dass die Romane unterschiedlich klingen von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren, weil wir ja auch ein ganz breites Spektrum in der Leserschaft haben. Ja, das sind englischsprachige Bücher, Fast Chat, hast du recht. Genau. Ein Beleg dafür findet sich vielleicht beim Durchblättern mit dem Daumen. Auf kaum einer Seite knallt der leider buchübliche Blocksatz so richtig massiv durch. Die Seiten wirken offen gestaltet durch Sprache und Gedanken der Figuren, fast wie ein Flattersatz. Ich folge dem Prinzip, immer einen Absatz einzuziehen, wenn der Akteur wechselt. Das ist bei Dialogen dann, wenn der Sprecher wechselt. Tja, deswegen habe ich dann gerade in Dialogen dann doch wieder viele Absätze. Vielleicht hier mal so eine Beispielseite, kann man das also sehen. Ja. Ich mag das auch nicht, wenn man so ein Steigeisen braucht, wenn man so eine Wall of Text vor sich hat. Gut. Das erzeugt bei mir gute Lesbarkeit, Orientierung für die Augen und besseres Verständnis für Inhalte. Ja, ich würde nämlich tatsächlich, wenn ich mal, ich mache ja Schreibworkshops, die sich aber meist so auf Konzeption von Geschichten beziehen. In den seltenen Fällen, wo wir über Stil gesprochen haben, habe ich immer gesagt, das unterschätzteste Gestaltungsmerkmal eines Textes ist nicht irgendeines von den Satzzeichen, die hat man normalerweise im Blick, sondern der Absatz, also gerade für Anfänger. Anfänger machen in der Regel viel zu wenige Absätze. Es gibt manche wenige, die machen zu viele, dann hat der Text gar keinen Zusammenhalt mehr. Aber die richtige Anwendung von Absätzen als Strukturierungshilfe eines Textes, wird vollkommen unterschätzt. Also das wäre etwas, was ich also den noch nicht so erfahrenen Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall raten würde, da mal mit Augenmerk drauf zu schauen, ob die Absätze sinnig sind. Und vielleicht auch, wenn man mal ein Buch liest, also als jemand, der selbst schreibt, wenn man da ein Buch liest, mal zu schauen, wie denn die Kolleginnen und Kollegen das machen. Da kann man also viel, viel rausholen. Hinzu kommt, dass du bei deinen Figuren auch viel Freiheit in der Sprache lässt. Sie dürfen auch mal einen längeren Satz ausformulieren. Ja, das wäre wohl noch schöner, wenn nicht. Also, das ist ja klar. Haben Verlage bei Absätzen oft andere Meinungen? Nicht, nachdem ich mit ihnen gesprochen habe. Also, generell, was die ja auch Verlage wollen, in der Regel ja nicht irgendwas durchdrücken und dann praktisch so ein Manuskript als Auftragsarbeit abgearbeitet haben. Die wollen einfach ein Buch haben, das sich gut lesen lässt.
Dafür ist wichtig, im Team jetzt beim Thema Absätze und Textgestaltung und sowas, ja, dass das einheitlich ist. Also, dass die Leserin und der Leser ein System erkennen können. Und mein System kann ich sehr leicht und sehr einfach erklären, insbesondere Leuten, die vom Fach sind. Deswegen habe ich da noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, das müssen wir jetzt anders machen. Also bewusst, für mich bewusst noch nie vorgekommen, außer tatsächlich in der Anfangszeit bei Perry Rhodan ganz kurz. Da hat man mir das erklärt, dass man eben in einem Heftroman einfach mehr Absätze machen muss. Es gibt ja so Sachen, da ist es so ein bisschen Ermessensspielraum. Und der wird bei den Heftromanen so ausgelegt, dass man sagt, im Zweifel mach einen Absatz. Das habe ich dann aber auch eingesehen. Das war ja auch gut begründet. Und ja, so ist es halt. Sehr grob gesagt stellst du zwei gegensätzliche inhaltlich, zwei gegensätzliche Gesellschaftsmodelle vor. Jetzt habe ich es ausgelassen. Diese Gegenüberstellung hat mich thematisch schon angelockt. Eigentlich mehr als die Sternbrücke selbst. Wundert mich nicht. Credo, das ich ja auch schon oft verkündet habe, ist, dass die Schwesterwissenschaft der Science Fiction die Soziologie ist. Das finde ich auch immer wieder bestätigt. Die Schwesterwissenschaft der Science Fiction ist nicht die Physik. Also deswegen ist das. Oh, hallo Zephiel und Raiders, schön, dass ihr da seid. Ich rede mich gerade in einen Rant rein. Es geht um einen Leserbrief, den ich hier von Disparginus bekommen habe. Und den gehe ich jetzt gerade durch. Und schön, dass ihr da seid. Also wir kommen gerade zum inhaltlichen Teil. Es geht hier um dieses Buch Sternenbrücke. Ich bemühe mich aber, dass ich, wenn ich das hier kommentiere, mich nicht nur auf dieses Buch beziehe. Momentan beziehe ich mich gerade auf die Science Fiction im Ganzen. Disparginus schreibt nämlich, was ihm an diesem Buch gefallen hat, ist die Gegenüberstellung von gegensätzlichen Gesellschaftsmodellen im Gegensatz zur Sternbrücke, die ein technisches Device ist, in diesem Buch. Und das ist bei den allermeisten Science-Fiction-Romanen so. Nur im sehr kleinen Subgenre der Hard Science-Fiction, das sind solche Leute wie Arthur C. Clarke, die da schreiben, da ist das zumindest teils anders. Aber das ist ein ganz kleines Subgenre innerhalb der Science-Fiction. Ansonsten geht es auch in der Science Fiction um Menschen und zwar in der größeren Betrachtung, also nicht um die persönlichen Befindlichkeiten exotischer Charaktere. Das findet man eher im Thriller und im Krimi. Gerade so Psychothriller, Psychopathen-Dinger, ja. Aber in der Science Fiction geht es mehr so darum, mit dem großen Pinsel große Entwicklungen zu betrachten. Man hat natürlich ein Novum, das ist tatsächlich oft technisch, also hier in diesem Fall interstellare Raumfahrt, die eben ermöglicht, weit entfernte Kolonien auf hochtechnischem Niveau einzurichten. Aber das ist die Ausgangsbasis, die eine Laborsituation schafft, in der man gesellschaftliche Entwicklung betrachten kann. So. T-Dinner, naja, bei Hard SF könnte man zur Physik als Schwesterwissenschaft tendieren. Aber stimme grundsätzlich zu. Ja, also richtig, bei der Hard SF ist das so. Wobei auch da, also zum Beispiel Arthur C. Clarke hat ja 2001 geschrieben, kennen viele auch als Film. Interessantes Projekt übrigens, da sind Buch und Film gleichzeitig entstanden und sind auch absichtlich in einigen Teilen abweichend, damit jemand, der beides sich zu Gemüte führt, auch nochmal was Neues findet. Ja, haben also Autor und Regisseur haben sich das da so überlegt, dass das so sein soll. Aber auch da, natürlich ist das sehr technisch, aber es ist auch sehr psychedelisch. Und es ist letztlich wieder so eine gesellschaftliche Frage. Woher kommen wir überhaupt? Was erwartet uns überhaupt als Spezies? Nicht als Individuum, als Spezies. Gut, Serena, wenn ich in der Buchhandlung bin und mich zwischen Büchern entscheiden muss, dann gucke ich mir auch das Schriftbild an und entscheide mich mit daran.
Wenig Absätze wirken für mich dann oft langatmig. Ich greife dann zu dem mit mehr Absätzen, weil ich mir da mehr Bewegung erwarte. Ja, zu Recht. Also meistens wird diese Erwartungshaltung auch zutreffen. Ich bin ein ganz großer Freund von bewusst gesetzten Absätzen. Sehr gelungener Einstieg, habe ich da ein bisschen was übersprungen. Jule ist ja die Hauptfigur. Persönliche mentale Not wie das objektive Leid der abgehängten Bevölkerungsschichten werden sehr anschaulich. Ja, das war auch durchaus Absicht. Jule hätte ja, wenn man so will, objektiv gar nicht die Not in der Situation zu leben, in der er jetzt gelandet ist. Man hätte ja einfach sagen können, pass auf, reiß dich zusammen, hast du super Qualifikationen, du bist Raumschiffarzt, klopf dir den Staub aus den Klamotten, weiter geht's. Aber das kann er halt nicht. Ja, also er hat diese mentale Not, seinen Schicksalsschlag, den er nicht verarbeitet kriegt. Und ist damit dann aber auch in gewisser Weise, aber auf andere Weise notleidend für die anderen Figuren zu Beginn des Buchs. Beschriebene Techniken sind alle sauber erklärt, habe ich bei dir auch nicht anders erwartet. Das sind immer so Nettigkeiten in dieser Briefe, das freut einen dann, ja. Die Funktionsweise eines Weltraumfahrstuhls ebenso schlüssig wie der Kälteschlaf nach der Kryoliege oder Konstruktion und Aufgabe des Schiffs. Ja, das freut mich. Also letztlich gibt es natürlich weder funktionale Weltraumfahrstühle derzeit noch so Raumschiffe. Also von daher beschreibe ich natürlich Dinge, die es so nicht gibt. Ich möchte das aber so beschreiben, dass die Leute nicht sagen, ja, Märchenbuch, obwohl es das in gewisser Weise ist, sondern dass die Leute sagen, ja, können wir uns vorstellen, dass das so aussehen könnte. Also da können wir, der Dietmar Dart hat mal gesagt, die Science Fiction ist so das Genre, das über den Intellekt kommt. Würde ich begrenzt zustimmen. Also auf jeden Fall darf es nicht anti-intellektuell sein oder selten anti-intellektuell sein. So dieses spekulative Mindset ist hilfreich in der Science Fiction. Dafür muss es aber irgendwo glaubwürdig oder plausibel oder wie immer man dazu sagen möchte, sein. Lalalala, dass ich mich positioniere, natürlich bei Herrchen, Hund und anderen Underdogs, sowie gegen die Ausbeutung und die mehr von der Not als Challenge, die einen mit eigener Kraft zum wirtschaftlichen Erfolg voranbringt. Ja, grundsätzlich ist mir ziemlich egal, für oder gegen welche Figuren man sich positioniert. Ich habe aber meistens bei meinen Romanen so Multipersonengeschichten, also wo viele Figuren auch mit ihren Innensichten vorgestellt werden. Dann ist es mir ganz besonders egal, für welche Figur man sich entscheidet und bei welcher man mitfiebert. Ich versuche, die alle fair zu behandeln. Aber in diesem Buch, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, wenn man keine Verbindung zu Jule findet. Jule ist eben die einzige Perspektivfigur. Das ist ein Sonderfall bei meinen Romanen. Wenn man sagt, der lässt mich kalt, ich glaube, dann wird man es auch schwer haben, dieses Buch zu genießen. Von daher freut mich das, dass es hier funktioniert hat, dass man für den Jule Partei ergreift. Es ist dabei so schade, sagt Negonaki, dass so viele Intellektuelle sich der Science Fiction so verschließen. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Ich glaube, dass das wirklich ein Trugschluss ist. Ich glaube, dass man sehr, sehr, sehr viele Wissenschaftler und so weiter findet, die gerne Science Fiction lesen. Mir gefällt an diesen Kapiteln, dass Gewalt und Waffenanwendung als erste Reaktion auf neue Gegebenheiten zunächst mal auf beiden Seiten scheitert. Es kommt zu einem vorläufigen Patt. Ja, Gewalt ist immer so oder scheinbar einfache Lösung. Sowohl auf der Ebene der Geschichte, muss man nicht lange nachdenken, wenn man sagt, ich hau jetzt mal drauf, aber auch für den Schriftsteller. Jetzt bin ich dem natürlich nicht immer abgeneigt, das weiß man ja. Aber es ist auch schön, mal so ein bisschen zu knobeln und zu sagen, wie sieht's denn aus? Können wir denn jetzt sehen, dass wir vielleicht auch die Geschichte ein bisschen anders drehen?
Wir zeigen mal, dadurch, dass es zu gescheiterten Versuchen kommt, dass wir mit Gewalt nicht weiterkommen und überlegen dann, welche Route können wir denn noch einschlagen. Ne? Die Figur des Kyle Groen hatte wohl nur die Aufgabe, mit seiner Philosophie des humanen Unitarismus, das ist übrigens eine fiktive Philosophie, einen dritten Weg des Zusammenlebens anzudeuten. Ja, da kann man jetzt drüber diskutieren. Ich habe mit Bernhard Hennen über dieses Buch gesprochen. Ich habe ja auch einen Stream mit Bernhard gemacht über das Buch. Der war so freundlich, dass also das vorher zu lesen und dann mit mir praktisch zum Erscheinen zu besprechen. Ich bin ja der Meinung, dass diese Philosophie nicht Beiwerk ist, sondern tatsächlich auch auf den Kern des Romans durchstößt. Also das Thema des Romans im Gegensatz zur Handlung des Romans. Der Wechsel des Handlungsordners auf dem Planeten war sehr pfiffig angelegt, weil es ABC, da habe ich jetzt den Namen geändert, weil es ABC ist, die ohne Absprache mit ihrer technischen Fähigkeit initiativ wird, während IJK noch herumzaudert wie ein altbekannter Universumserbe. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, Hispaginus liest gerne Perry Rhodan, deswegen hat er in seinem Leserbrief ab und zu Bezüge auf Perry Rhodan. Da ich das ja schreibe, kann ich dem dann auch folgen. ja, also letztlich sollen die Figuren ja auch irgendwo ihre Funktion haben und sollen dann de deswegen auch mal Momente haben, in denen sie auch glänzen und in denen sie dann auch die Handlung prägen und weiter treiben. Also da bin ich irgendwo schon der Meinung, da muss dann auch ein einzelner Protagonist, wie Jule in diesem Falle, mal gönnen können, dass auch mal andere hier das Steuer übernehmen. Begeistert erwähnen will ich natürlich noch den heißen Sex in der Schwerelosigkeit. Bisschen ausgelassen. Auch hier hast du alle technischen Feinheiten penibel durchdacht. Das Zitat habe ich hier jetzt nochmal reingenommen, weil ich auch weiß, dass manche Leute da etwas Schwierigkeiten haben mit Erotik, insbesondere in Science-Fiction-Büchern. Ich habe aber ja schon gesagt, für mich ist Science Fiction auch immer Literatur über Menschen. Und vielleicht sind wir besonders und besonders intensiv da Menschen, wo wir uns als erotische Wesen begreifen. Wenn man mal so drüber nachdenkt, für die Erotik brauchen wir nichts außer uns selbst. Ja, also man braucht nichts anderes. Ja, man braucht nur sich und sein Gegenüber. Das reduziert uns völlig auf das Menschliche in uns. Und wir versuchen dann ja auch so die Person des anderen wirklich völlig wahrzunehmen und uns selbst auch völlig zu öffnen in diesen Situationen. Also von daher ist das etwas, was ich finde, was die Menschlichkeit auch nochmal besonders zeigen kann. Und weil ich über Menschen schreibe, ist das eben auch ein Motiv, dem ich mich da widme. Doro Susi, Schwierigkeiten habe ich nicht mit Erotik, aber ich lese nicht gerne explizite Szenen. Ja, nun, das ist ja letztlich einfach eine Vorliebe. Ne? Also es gibt ja Leute, die lesen halt ungern über Bahnfahrten. Ja, also weil die das einfach langweilt. Ist ja absolut in Ordnung. Das ist ja. Ich möchte nur gerne begründen, warum ich meine, dass auch in Science-Fiction-Romanen solche Szenen ihren Platz haben. Freude an und für sich. Naja. Mit geschickt gesetzten Gesprächseinblendungen nimmst du uns Leser mit zu den Widersprüchen der Aniz-Gesellschaft. Die Positionen sind nachvollziehbar auf die Protagonisten verteilt und werden mit ihren Erfahrungen begründet. Passt alles, wirkt aber manchmal etwas hölzern. So, da sind wir, glaube ich, bei dem Punkt, dass die die Science Fiction für mich eben so was Soziologisches ist. Und da läuft man Gefahr, aber das ist dann, wenn das zu extrem wird, natürlich tatsächlich ein Schwachpunkt. Aber man läuft dann eben Gefahr, dass man sagt, dass die Figuren so die
Sprecher sind für verschiedene, im weitesten Sinne in Anführungszeichen, Parteien, ja, die also dann diese gesellschaftlichen Positionen vokalisieren. Und ich nehme an, dass das eben dann möglicherweise in einigen Passagen in diesem Buch mir unterlaufen ist und deswegen der Dispaginus sagt, das ist jetzt aber ein bisschen hölzern geworden. Grund, das ist natürlich, also das ist ein Schwachpunkt, ist dann so, ja. Der grundsätzliche Ansatz zu sagen, ich diskutiere über Figuren, die für verschiedene Positionen stehen, eben gesellschaftliche Gedankenspiele, der ist aber, glaube ich, richtig. Also das wäre dann, hätte man dann vielleicht etwas besser verpacken müssen in Handlung und in, was weiß ich, also in etwas menschlichere, lebendigere Dialoge. Aber grundsätzlich ist der Ansatz, glaube ich, also ist zumindest das, was ich will, sagen wir mal so. Gut fand ich die Erkenntnis, die schon Max Weber hatte, dass Rationalität nicht automatisch zu einer Wahrheit führt, sondern von Zwecken, Zielen abhängig ist. Was sich auch an den Koalitionen im Roman zeigt, jetzt durchaus flott wechseln und dennoch folgerichtig zu sein scheinen. Das jetzt bezieht sich halt darauf, der Dispaginus hat eben zwischendurch immer so Handlungszusammenfassungen gemacht und da bezieht er sich eben auf die Stelle, die er gerade geschildert hatte. Das habe ich jetzt alles rausgekürzt, um auch nicht zu spoilern. Ja, das sage ich ja häufig. Das wird man auch in vielen meiner Bücher als Aussage finden. Wenn jemand in Köln startet und er möchte nach Bochum fahren, dann ist eine andere Strecke die rationale Wahl, als wenn er nach Mannheim fahren möchte. Beides ist dann rational. Und welches davon jetzt die richtige Wahl ist, hängt aber nicht da. Also er kann ja bei beiden die optimale Strecke gefunden haben, die kürzeste, schnellste, wie auch immer. Aber es hängt von seinem Zielort ab, welches jetzt für ihn die richtige Wahl ist. Und wenn jetzt zwei Leute unterschiedliche Ziele haben, dann ist für sie auch eine unterschiedliche Wahl der Strecke wichtig. Ja, auch wenn beide optimierte Strecken sind. Serenay fand ich wiederum gar nicht. Ich finde die Figuren sehr facettenreich, weil eben jeder andere Meinung und Gedanken hatte, egal aus welcher Gesellschaft die Figuren kamen. Ich fand genau diese Darstellung der Position war eine sehr große Stärke des Buches. Wenn ich es richtig verstehe aus dem Leserbrief, fand Dispaginus auch nicht an sich die Darstellung der Positionen zu bemängeln, sondern die Dialoge, also auf welche Art und Weise sprechen die Figuren, schien ihm offenbar etwas hölzern, so wie er das jetzt ausgedrückt hat. Ne? Also nicht lebensecht genug. Aber das ist natürlich schön, dass das bei Serenay nicht so ist. Also für sie haben diese Dialoge jetzt funktioniert. Also es ist ja immer auch ein bisschen was Individuelles. Genau, sagt Dispaginus. Wunderbar. Ein Knackpunkt ist für mich allerdings die Auswahl und/oder Amtszeit der Interpretatoren. Das hätte ich gern genauer erfahren. Dann kommen eine Weile inhaltliche Überlegungen, die sich also im Gedankenspiel mit dieser Gesellschaft auseinandersetzen, die dort geschildert wird. Grundsätzlich, das ist für mich was, wo ich sage, jawohl, ich habe mein Ziel erreicht, die Leute denken inhaltlich über dieses Buch nach. Ja? Also ich habe Gedankenanstöße geliefert, die denken die weiter. Trotzdem ist hier natürlich eine Kritik, die der Dispaginus vorbringt. Da hätte in der Hinsicht mehr kommen können in dem Buch. Ja, ich wollte den Fokus sehr eng auf den Jule ziehen und seine Entwicklung und Wandlung, die er in dem Buch durchmacht. Dass der Supercomputer, bla bla bla, hat mich nicht so mehr großartig überrascht. Ebenso war mir ab der Romanmitte klar, dass Jona, da da da, also das sind, habe ich jetzt nur reingenommen, um mal zu zeigen, dass dieser Leserbrief eben auch noch die Leseerfahrung wieder, spiegelt. Das ist für mich natürlich auch interessant zu sehen,
wie und wo hat jetzt dieses Buch so auf die Weise funktioniert, wie ich mir das dachte und wo nicht, weil ich dann halt auch weiß, wenn ich das nächste Buch schreibe, wo muss ich dann anders drauf achten, wo muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr Erklärung liefern, wo muss ich vielleicht ein bisschen vager bleiben, um die Überraschung zu erhalten, sowas. Ja. Der Wahnsinnige, hat zumindest zwischendurch für Aufregung gesorgt, obwohl der Erfolg von Dadada absehbar bzw. alternativlos war. Also das ist einfach Leseerfahrung, die der Dispaginus dann mir mitgeteilt hat. Schöne Sache. Dass hier ein Systemwandel beginnt, wird mir nicht deutlich genug. Verständlich, dass die neue Entwicklung der Gesellschaft für die Fantasie der Leser weit offen gelassen ist, aber von Dadada hätte ich doch gerne etwas mehr erfahren als nur eine kleine Randbemerkung. Ja. Da bezieht er sich auf etwas nahe am Schluss. Das ist tatsächlich etwas, wofür ich manchmal kritisiert werde. Meine Enden seien in der Regel folgewichtig und überraschend. Das ist erstmal ein großes Lob, aber möglicherweise zu abrupt. Und da muss ich wirklich vorsichtig sein. Wir hatten das vorhin ganz am Anfang von diesem Stream hier mit der Filiason-Saga. Da hat, ich glaube, Negonaki war es, hat da zutreffend gesagt, ja, er freut sich auf jeden neuen Band, aber er freut sich auch, dass es irgendwann mal vorbei ist. Und im Grunde, glaube ich, ist es gut, wenn man ein Buch zuschlägt und der Meinung ist, da hätte aber noch mal 50 Seiten kommen können oder 20 Seiten kommen können. Also auf jedem hätte noch was kommen können. Das ist, glaube ich, prinzipiell mal eine gute Sache. Im Gegensatz zu, man blättert vor, wie viele Seiten sind es denn noch, wann ist es denn mal zu Ende? Ja? Erstens, also das finde ich schon mal gut, dass man prinzipiell schon mal sagt, ein bisschen länger hätte sein dürfen. Also es darf natürlich nicht dahin führen, dass man sagt, das Ende ist total unbefriedigend oder es hat gar kein richtiges Ende oder so. Das nicht. Ne? Aber prinzipiell zu sagen, okay, ich wäre gerne noch länger in dieser Welt des Romans verweilt, finde ich eine gute Sache. Zweitens, gerade bei Science Fiction finde ich, Dinge offen zu lassen, damit die Leute selbst weiterdenken können, bin ich sehr dafür. David Lynch, der Regisseur, hat mal in einem Interview gesagt, was er hasst, ist, wenn ein Film zu Ende ist und alle Fragen sind geklärt. Dann fühlt er sich betrogen. Also dann fühlt er sich betrogen, um das Geschenk, seine eigene Geschichte weiterdenken zu können. Wenn noch Fragen offen sind, geht er aus dem Kino und hat für sich den Film noch weiterlaufen im Kopf. Wie könnte es weitergehen oder was ist da und dort geschehen? Und dieser Film, der dann in seinem Kopf weiterläuft, oder dieser Teil des Films, das ist für ihn das Geschenk des Regisseurs an sein Publikum. Denn jeder, der den Film gesehen hat, hat ja dann diesen Teil individuell nur für sich ganz alleine. Das ist, hat kein anderer gesehen, das läuft dann nur im Kopf des jeweiligen Zuschauers, der jeweiligen Zuschauerin. Und das finde ich überzeugend. Das möchte ich auch gerne. Wie gesagt, kann man leicht auch übertreiben, ist eine Falle. Also kann man übertreiben in dem Sinne, dass nachher die Leute total befriedigt sind und sagen, meine Güte, da waren ja ganz wesentliche Fragen, die sind nicht geklärt worden. Deswegen gibt es auch gutes Leitmotiv, habe ich aus irgendeinem Schreibratgeber. Ich sage jetzt nicht aus welchem, weil ich mich wahrscheinlich vertun würde. Da stand drin, der Roman ist dann zu Ende, hat dann sein Ende gefunden, wenn alle legitimen Fragen beantwortet sind. Und die legitimen Fragen sind die Fragen, die am ersten Wendepunkt gestellt werden. Der erste Wendepunkt ist das, wo der Protagonist den Ruf zum Abenteuer annimmt und die Geschichte richtig losgeht. Also wo der erste Akt vorbei ist, der Übergang vom ersten und zweiten Akt. Ja, aber es wird jetzt alles wahrscheinlich ein bisschen zu theoretisch. Aber letztlich nicht. Natürlich kann man immer noch irgendwelche Fragen stellen an den Roman. Ja? Also dass da irgendwie geht es jetzt mit irgendeiner Nebenfigur weiter und so weiter und so fort. Das ist nicht gemeint, sondern die Fragen, die den Spannungsbogen tragen. Wenn die alle beantwortet sind, ist der Roman zu Ende. Negonaki.
Ach so, persönlich. Mich wundert es manchmal, wenn ein Buch zuschlage, warum ein Verlag und ein Autor ein Buch so herausgemacht haben, dass ich das auch getan. Ja, ärgert mich sogar. Also ich würde noch stärker sagen, Negunaki, mich ärgert das sogar. Ja, manchmal, ich glaube aber eher selten, ist es tatsächlich Marketing. Also dass man glaubt, dass der Markt eben einen gewissen Umfang erwartet und sonst keiner das Buch kauft. Aber oft, ich weiß nicht, ob Unvermögen ein zu hartes Wort ist, aber einfach nicht dem, also einfach den Punkt verpassen, an dem es jetzt auch noch vorbei ist. Und leider, das muss man auch sagen, passiert das häufig den Leuten, die einen großen Erfolg hatten. Und zwar meistens mit den Büchern, die unmittelbar auf diesen großen Erfolg folgen, weil die Lektoren sich dann nicht mehr trauen, dem zu sagen, super, aber 100 Seiten müssen raus. Dann ist es noch besser. Weil sie fürchten, dass der dann sagt, ist ja toll, dass du das meinst. Ich gehe übrigens zum anderen Verlag. Ich habe ja jetzt meinen Top-Bestseller. Tschüss. Also, dass man da so ein bisschen die Schreckstarre im Lektorat hat vor dem Erfolgsautor. Das ist auch immer, wenn ich mit denen, ich bin jetzt nicht der Mega-Erfolgsautor, aber das ist auch immer was, wenn ich eine neue Lektorin oder einen neuen Lektor vor mir habe, dass ich dann sage so, wir müssen hier zusammenarbeiten, also das darf kein Faktor sein. Ne? Sieh zu, dass du hier das anstreichst, wo du der Meinung bist, da kann man wirklich den Text noch verbessern. Und sag's mir bitte deutlich, ich komme aus Südniedersachsen, da wird man mit einem Zentimeter zusätzlich vorne an der Stirn geboren, man hat also einen ziemlich dicken Kopf. Da musst du erstmal durch mit deiner fundierten Meinung, die du als Lektorin oder als Lektor da vertrittst. Aber mach das bitte. Also mach das. Ja? Also das ist, wir müssen gemeinsam das beste Buch dann rauskriegen. Sehr, ich mag deine offenen Enden, wenn man da eben so viel Raum für Gedanken hat und du überhaupt nicht wertest. Aber ja, so eine Novelle aus über Anis würde ich mir auch wünschen. Ja, gut. Das ist wieder was anderes. Ne? Also, dass man sagt, das Setting an sich, das da aufgebaut wurde in Sternenbrücke, das trägt möglicherweise noch weitere Geschichten. Das ist ein anderes Thema. Aber dann sind es eben andere Geschichten. Dann haben die in dem Buch da nichts zu suchen. Das wäre dann ein neues Buch. Also das ist ja schön, wenn man sagt, da würde ich gerne noch mal wieder hin. Negonaki, manchmal schalte ich mich mit Horrorfilmen, weil die oft mit offenen Enden enden, offenen Fragen enden, weil man dann einfach doch noch gedanklich mit beschäftigt ist. Ja, manchmal. Also ist ein Subset der Horrorfilme, aber ja. Marketing-Lied, Leute lieben oft offene Enden, damit wir den Nachfolger kaufen. Ja, aber den Nachfolger kauft man auch nur, wenn man mit dem Buch zufrieden ist. Also wenn das Ende so ist, dass es einen ärgert, dann kann man den Nachfolger eigentlich direkt wieder vom Markt nehmen. Denn, also man sagt ja auch so ein bisschen so, die ersten paar Seiten verkaufen das Buch, weil die Leute im Buchhandel reinlesen oder online in die Leseprobe gucken. Also die ersten Seiten verkaufen das Buch und die letzten Seiten verkaufen das nächste Buch. Aber dann muss man eben auch sagen, ja, es ist eben interessant. Ne? Also das ist interessant und gut und ich möchte eben da gerne weitermachen. Lieber Nack, ich bin ja auch skeptisch meistens, wenn Fantasy-Bücher unter 400 Seiten haben, weil 450 erfahrungsgemäß die Marke sind, wo ich sagen, es hat alles Notwendige. Mehr nur dann, wenn nötig und gewinnbringend. 400 ist übrigens nur eine grobe Richtmarke. Ja, aber die gibt es in den Fantasy-Lektoraten und den Großverlagen auch. Also ein Fantasy-Buch hat 400 Seiten. Das, ja, das ist so 400. Und dann, wenn man glaubt, dass es sich gut verkauft, also da steigen ja auch so ein bisschen die Herstellungskosten, wenn das mehr Seiten werden, insbesondere weil Lektoren halt pro Seite bezahlt werden, üblicherweise. Also wenn man glaubt, das hat auch ganz gute Chancen, dann darf es auch 500 oder 600 Seiten haben. Über 600 Seiten ist schwierig, also da muss man allmählich in den Landeanflug gehen. Die Phileas-Fonds-Saga verkauft sich halt so gut, da ist das egal.
Ich glaube übrigens auch, wir würden Bresche kriegen von hier unseren Fans, wenn wir jetzt ein 400 Seiten Buch abgeben würden bei der Phileas-Fonds-Saga. Also da gilt ein anderer Maßstab. Also unter 600 Seiten brauchen wir den Leuten da nicht um die Ecke kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Wie gesagt, dieses hat jetzt über 700, der neueste Band. Und der letzte Band, der muss ja jetzt noch geschrieben werden. Aber das wird auch kein dünnes Buch, das sehe ich schon kommen. Toll fand ich die Begegnung von Lalala mit Lalala zum Abschluss. Das hat nochmal den Zeitfaktor Kryo-Sternenflug versus Sternenbrücke anschaulich gemacht. Tja. Warum gibt es, das sind nochmal so ein paar inhaltliche Fragen, warum gibt es keine Symbionten, die Schwangerschaft verhindern? Warum keine Sterilisation nach dem zweiten Kind oder Gendergewicht, dito für den Erzeuger? Weil, da muss ich jetzt etwas allgemeiner antworten, aber ich glaube, dass derjenige, der das Buch gelesen hat, das einordnen kann und den anderen es nicht schadet, weil Parameter gesetzt werden. Also, erstens glaube ich, es gibt grundsätzlich sowas. Die Frage ist halt, wenden die Leute das an oder nicht? Zweitens sind Parameter gesetzt worden. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, rational, ja, in Bezug auf Zielvorstellungen. Und diese Zielvorstellungen, die sind ja, ich sage jetzt mal, fest verdrahtet und werden nicht in Frage gestellt. Aber da kann man sicherlich sagen, okay, dann hätten halt andere Zielvorstellungen da rein gemusst oder andere Leitplanken. Ja, das ist eben genau eine Schwäche von diesem System. Warum sind die Fruchtbaren nicht meist Frauen? Mater semper serpa. Aber warum sind kämpfende Fruchtbare bei dir dann meist Männer? Also, Mater semper serpa heißt, wenn ein Kind geboren wird, dann weiß man immer, wer die Mutter ist. Man weiß aber nicht immer, wer der Vater ist. Und das ist ja in diesem Roman so, dass es manchmal kritisch ist, wenn zu viele Kinder kommen. Ups. Also, das Letzte kann ich einfacher beantworten. Ich hatte schon zu viele Frauenfiguren. Ich hatte gerade so in dem Umfeld, hatte ich zu viele Frauenfiguren da rumrennen. Da musste ich auch mal ein paar Männer zeigen. Unter den Fruchtbaren sind auch Frauen. Also bei dieser Schlägerei da zum Beispiel, da ist eine Frau beteiligt. Aber ich musste einfach ein paar Männerfiguren auch mal wieder zeigen. Also das hat einfach noch nicht mal, wenn ich jetzt mehr Szenen gehabt hätte, die unter den Fruchtbaren spielen, dann hätte ich da auch noch mehr gehabt. Aber ja. Warum sind die Fruchtbaren nicht meist Frauen? Mater semper serpa gilt ja nur dem Anschein nach oder so dem Augenschein nach. Wenn man eine fortschrittliche Gesellschaft wie so eine Science-Fiction-Gesellschaft hat, dann ist ein Gentest absolut möglich. Möglicherweise ist ein Gentest sogar was, was immer gemacht wird, weil man auf bestimmte Erbkrankheiten schaut. Und da kommt als Nebeneffekt halt raus, dass man auch weiß, wer der Vater ist. Kein Problem. Warum ist IJ gar nicht in der Lage, Konzepte wie Chancengleichheit einzuführen? Wieder, er hat halt Leitplanken. Der Ausschluss eines heranwachsenden Bevölkerungsteils mindert doch nachweislich die Ressourcen der Community an Kreativität, Innovation und Arbeitskraft. Also in gewisser Weise ist das ja so. Es wird ja ausgesagt, es gibt manchmal so bestimmte Tests unter den Fruchtbaren, um Lücken aufzufüllen, die man wirklich speziell hat. Das macht man schon. Man macht es halt nicht als Default. Welches Konzept? Da, 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 da. Das hätte doch Teil des Wahlkampfs sein müssen, so bleibt es mir zu schwammig. Aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, das wäre einfach eine andere Geschichte gewesen, wenn ich da jetzt reingegangen wäre. Das ist jetzt wirklich ganz am Ende. Ich glaube, dieses Zitat versteht man leider auch nicht, weil ich das übervorsichtig gekürzt habe. Aber ja, also das ist letztlich auch die Frage, wo setzt man dann das Messer an am Schluss? Ja. Bei der vorgegebenen Fähigkeit des Terraforming im Roman sollte es überdies möglich sein, auch für eine allmählich wachsende Bevölkerung genügend Wohnraum auf und unter Wasser zu erstellen, Solarenergie zu gewinnen, Nahrung zu produzieren und vieles mehr. Ja, ist ja auch im Gange.
Also wir befinden uns, ich glaube, das ist auch oft ein, also ich würde sogar sagen, ein Schwachpunkt in vielen fantastischen Romanen, sowohl Science Fiction als auch Fantasy, dass die Welt, die geschildert wird, fertig ist. Ne? Dass man halt sagt, was ist das Potenzial einer Technologie, einer Gesellschaft, wie auch immer, und dann wird das voll ausgeschöpft. Und das ist, in meinen Romanen bemühe ich mich, das so gerade nicht zu machen. Wir sind Work in Progress, also es ist im Entstehen begriffen und hier diese Kolonie ist auch im Entstehen begriffen. Man hat ja die Bemühungen, dass man sagt, man möchte immer größere Teile dieses Planeten terraformen und hat damit dann natürlich auch immer mehr Raum für wachsende Bevölkerung. Aber nach und nach, immer weiter, immer mal erweitern auch den Bereich. Das macht man, aber man ist halt nicht am Ziel. Und wenn man jetzt noch für 100 Jahre in die Zukunft gucken würde, hätte man auch wesentlich mehr Raum für Bevölkerung. Wenn man aber alles für gut so hält, wird keine Innovation, wobei ja nur die gehen müssen, die laut System zu viel sind. Es gibt also Heranwachsende. Ja, richtig, sehr genau, so ist es. Mir ist klar, dass du solche Fragen für deine Erzählungen begrenzt gebrauchen kannst. Aber mir sind diese Gedanken beim Lesen natürlich aufgeploppt. Also dieses Buch ist ja sowieso fertig, ne? Aber ich kann solche Fragen natürlich grundsätzlich sehr gut gebrauchen im Hinblick darauf, was interessiert die Leute überhaupt? Ja, also ne, man kann ja noch mal eine andere Geschichte erzählen, die sich dann diesen Fragen widmet, wahrscheinlich in einem anderen Setting, im anderen Gewand. Mit dem Balance-Trip hast du zu Romanbeginn ein. Ich habe hier so eine Fliege rumfliegen, deswegen wedel ich hier ständig so. Vielleicht fange ich die ja gleich noch. Mit dem Balance-Trip hast du zu Romanbeginn ein sehr starkes Element zur Beschreibung der Gesellschaft eingesetzt. Er rettet Julia sogar das Leben. Du nutzt die Chip-Idee nochmal bei. Da. Dann ist Ende mit dem Topos. Leider. Also Topos ist ein Motiv, wer jetzt den Begriff nicht kennt. Ja, da hatte ich die Einschätzung, die aber möglicherweise falsch ist, bei Dispaginus auf jeden Fall, dass sich dieses Thema totgeritten hatte. Also ich hatte den Balance-Chip, das ist einfach, man hat so eine Raute auf der Stirn, die dient einerseits als Kreditkarte, und andererseits ist die eingefärbt und aufgrund der Einfärbung kann man den sozialen Status der Personen erkennen. Ne? Das ist so in der Gesellschaft dort üblich. Und damit habe ich so ein bisschen gearbeitet, sowohl am Anfang als auch so in der Mitte des Romans. Aber ich hatte dann selbst den Eindruck, das habe ich jetzt wirklich komplett ausgeleuchtet. Das ist aber jetzt hier bei Dispaginus nicht der Fall gewesen. Der hat gesagt, das war interessant. Fand ich jetzt schade, dass das nicht mehr aufgegriffen wurde. Okay, ist so. Fazit: Insgesamt hat mir der Roman viel Lesespaß gebracht. Damit hat er mein Ziel erreicht. Einige bekannte Ideen sind neu aufgegriffen worden. Mit manchen Wendungen hast du mich durchaus überrascht. So mag ich das. Sehr schön. Ich mag ja generell Leserbriefe. Deswegen herzlichen Dank nochmal an Dispaginus, der diesen Leserbrief verfasst hat. Ihr habt gesehen, der ist sehr gehaltvoll. Da steht noch mehr drin. Insbesondere eben diese Inhaltszusammenfassung, die habe ich jetzt halt rausgekürzt. Aber ihr merkt schon, man kann da als Autor, als Autorin, kann man sehr viel aus so einem Feedback rausziehen und man bekommt es leider sehr selten. Ihr merkt auch, dass es von der Art des Feedbacks her etwas anderes als die Besprechungen, die online gestellt werden. Weil natürlich der Absender davon ausgeht, dass also ausgehen muss, dass der Autor das Buch ja auch gut kennt. Ja, also deswegen kann man da dann, man spricht nicht zu jemandem oder verfasst eben jetzt keine Besprechung für jemanden, dem man das Buch nahebringen möchte, der dann noch nicht weiß, was erwartet mich da, sondern man diskutiert mit jemandem, der sehr genau weiß, was da drin steht.
Deswegen ist es einfach von der Gestaltung des Textes eine andere Sache. Ich bin ein großer Freund von dieser Briefen. Ich habe ja auch jetzt hier auf dem Discord-Server, ich habe ja einen Discord-Server, falls ihr das nicht wisst, könnt ihr hier mal schauen. Da hat mir jetzt kürzlich jemand noch, oder hat jemand kürzlich in den Chat reingeschrieben, gestellt, dass er auch zu dem Uwe Post-Roman Walpa Tongafir und so weiter einen Leserbrief nochmal verfasst hat, weil er jetzt hier durch diese Streams darauf aufmerksam geworden ist, dass das eine interessante Sache sein könnte. Das freut mich sehr. Also auch insbesondere für den Uwe, dass er da noch einen bekommt. Und ich glaube, jeder von uns hat gerne Leserbriefe. Wenn nicht, hat er ein anderes Problem, glaube ich. Dyspagginus. Und bei der langen Leier hatte ich noch vergessen, das Personenverzeichnis und das Glossar hängen hinten dran. Ein super Service. Ich wurde sehr ausgeschimpft. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Ich wurde sehr ausgeschimpft bei Feuer der Lehre, dass die da nicht drin sind. Hat bei mir dann dazu geführt, dass ich da ein Glossar und ein Personenverzeichnis nochmal erstellt habe und das auf meiner Webseite ist. Man kann das also auf der Seite zu dem Buch auf robertcorvus.net runterziehen, also bei Feuer der Lehre. Und ich hatte nämlich die Fehlannahme, dass das in der Science Fiction nicht so gewünscht sei, sondern auch mehr so ein Fantasy-Ding, ähnlich wie dieses Kartenmaterial, das man bei der Fantasy sehr oft hat und bei der Science Fiction sehr selten. Und da gab es aber tatsächlich, ich würde fast schon sagen, einen Aufschrei. Also ich habe wirklich viele Rückmeldungen bekommen, dass das doch schade sei, dass es diese Anhänge nicht gibt, die man aus meinen Fantasy-Büchern gewohnt sei. Und seitdem gibt es bei mir auch immer bei den Science-Fiction-Büchern solche Sachen. Feuer der Lehre, zweite um ein Glossar und Personenverzeichnis ergänzte Auflage. Wird so sein, falls es eine neue Auflage gibt. Also es ist jetzt beim Piper Verlag, die haben kein Interesse daran, eine neue Auflage zu machen. Die haben das ausgelistet. Das gibt es da nur noch als E-Book. Das heißt, wenn, dann gäbe es bei einem anderen Verlag oder bei mir im Selbstverlag eine neue Auflage und dann gibt es mit Sicherheit dieses Glossar und das Personenverzeichnis, die ja auch schon existieren, eben auf meiner Webseite, die kommen dann da mit Sicherheit rein. Zumindest würde ich mich dafür einsetzen. Zico, was hältst du von Romanen, die von einem Autorenkollektiv unter Pseudonym geschrieben werden? Ist mir total egal. Also, wenn das jetzt 40, 50, 60 Leute schreiben oder drei, vier oder wie auch immer und die geben sich ein Pseudonym. Mir ist das egal. Also interessiert mich eigentlich nicht. Mich interessiert, ob das Buch gut ist. Das ist, und es gibt ja durchaus auch Stoffe und vor allem Erzählweisen, die das sehr gut vertragen. Nämlich dann, wenn man eine Multipersonengeschichte hat. Am besten eine Multipersonen-Multiplot-Geschichte. Dass man also praktisch so ein Geflecht hat, wo verschiedene Figuren verschiedene Dinge erleben, die sich immer mal wieder so überkreuzen, beeinflussen und so weiter. Dann kann es sogar von großem Vorteil sein, wenn diese Figuren sich auch daran unterscheiden lassen, dass sie unterschiedliche Erzählstimmen haben. Und von daher gibt es da durchaus Manuskripte, Projekte, Geschichten, die dafür sehr gut geeignet sind. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, ob diese Leute dann auch vernünftig zusammenarbeiten. Das ist eher so die Frage. Ne? Und dass die sich dann so ein Pseudonym geben, das ist auch meistens einfach, weil das das sind ja ganz selten geschlossene Pseudonyme, dass man nicht weiß, wer dahinter steckt, das ist ganz selten. Meistens weiß man das, aber es ist halt also ganz primitiv, damit der Buchhändler weiß, wo er das ins Regal stellen soll, weil die ja meistens nach Autorennamen sortiert sind. Das ist einfach der Punkt. Ja. Nemonaki, zählt man dann eigentlich das als zweite Auflage, wenn es ein anderer Verlag macht, übergeht die Zählung dann wieder von vorne los. Geht meistens von vorne los, weil es auch eine neue ISBN kriegt.
Zwei Seefahrer auf zwei Schiffen des Vergilius, genau. Aber wir haben ja jetzt kein gemeinsames Pseudonym gewählt, sondern da stehen wir ja mit beiden Autorennamen drauf. Serena, ich verabschiede mich für heute Abend. Cooler Leserbrief des Vergilius. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, Serena. Würde mich freuen, wenn wir uns auf meinem Discord-Server treffen. Ihr könnt übrigens dieses Command mit dem Discord und weitere könnt ihr benutzen. Da habt ihr den Link, was für eine Commands hier mein Bot alle drauf hat. So. Ja, das Eisbär-Command ist sehr beliebt. Ist wahrscheinlich das, was somit am häufigsten gewählt wird. Okay. Ich hoffe, es war interessant mit dem Leserbrief für euch. Ich werde noch ein bisschen was erzählen, wofür letzte Woche keine Zeit war. Einfach weil ich finde, dass das auch noch so ganz interessante Sachen waren aus meinem Schriftstellerleben. Ich war nämlich zum Beispiel zur. Erzählst du noch was zur Lesung der Fantastischen Meister? Ja, das kann ich machen. Ich wollte eigentlich jetzt was zum Treffen der Literaturszene in Köln erzählen, aber ich hatte auch vor, von den Meistern der Fantastik zu erzählen. Das mache ich dann erstmal vorher. Wer das nicht mitbekommen hat, Meister der Fantastik-Tour 2022. Das hier ist das Plakat mit meinem Kollegen Bernhard Hennen, dann dem Kai Meyer und dem Markus Heitz, also drei Leuten, die in der Fantasy sehr beliebt sind, also sehr, sehr erfolgreiche Autoren aus Deutschland. Und die gemeinsam haben sich zusammengetan und unter der Moderation von der Julia Kulewatz haben die also eine Tour gemacht, wie man das eher so von Musikbands kennt. Auch die Locations waren welche, die sonst häufig auch von Musikbands beansprucht werden, also so Clubs, Theater und sowas. Ne? Und ich habe mir das angeschaut in Köln im Gloria. Auf diesem Plakat sind, glaube, drei oder vier, ich glaube, die ersten vier Veranstaltungen, die da aufgeführt sind, die haben noch nicht stattgefunden aus Krankheitsgründen. Die werden also noch nachgeholt. Ich glaube, das soll im September passieren. Das heißt, wer da noch Lust hat, der hat noch die Chance, sich das anzuschauen. Ich war, wie gesagt, in Köln im Gloria. Und es war kein gutes Licht zum Fotografieren für mein Smartphone, wie man da sieht. Ich habe mich bemüht, sie waren aber jetzt nicht geisterhaft geschminkt, sondern das war einfach den Lichtverhältnissen geschuldet. Da sieht man die vier also. Da kann man natürlich nichts erkennen. Der ganz rechts von uns aus gesehen ist der Markus Heitz, der da die Hand gerade hebt. Dann kommt der Bernhard, dann kommt die Julia, dann kommt der Kai ganz außen. Die saßen die ganze Zeit da auf der Bühne und haben eine Lesung gemacht, bei der ich gedacht hätte, das kann nicht funktionieren. Also 2 Stunden lang. Ja. Nämlich tatsächlich, jeder liest ein Lesestück von den dreien. Die Julia hat nebenbei so ein bisschen interviewt, also ganz witzige Fragen und interessante Fragen auch gestellt, wie ich finde, aber sehr kurz. Und dann haben die drei nochmal ein Stück gelesen. Das war dann, insofern war das ein bisschen ungewöhnlich, weil dieses zweite Stück, was dort gelesen wurde, war jeweils aus einem noch unveröffentlichten Werk. Also das erste war was von einem Buch, das es schon gibt, das schon im Handel ist. Das zweite war dann aus einem Manuskript, das noch unveröffentlicht ist. Ich hätte nicht gedacht, dass man. Und dann gab es eine kurze Frage. Runde. Die war in Köln wirklich kurz, weil das vom Veranstaltungsort vorgegeben war, dass die um eine gewisse Uhrzeit raus sein mussten. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Also ich hätte gedacht, dass man da dann doch irgendwie die Aufmerksamkeit verliert, aber wurde eines Besseren belehrt. Also das war für mich tatsächlich über die ganze Zeit interessant. Und das liegt zum Teil auch sicherlich daran, dass die Julia Kulewatz in dieser kurzen Zeit zwischen den Leseblöcken wirklich gekonnt
dieses Frage-Antwort-Zeugs da auch gemacht hat, sodass das aufgelockert war. Vor allem liegt es aber natürlich daran, dass die drei nun wirklich schon tausende Lesungen gemacht haben und wissen, wie man interessant vorliest. So, ne? Also vernünftig betont und so weiter. Natürlich auch interessante Stellen ausgesucht. Das ist übrigens die Julia Kulewatz. Das war nach der Veranstaltung. Da haben wir dann noch mal draußen so ein Foto gemacht. Sollte auch nicht zu kurz kommen. Ja, und von daher war das wirklich eine für mich interessante Veranstaltung. Ist auch ein interessantes Format und ist natürlich auch interessant zu schauen, ob das Nachahmer findet. Also in Köln im Gloria war es wirklich gut besucht. Ich habe jetzt natürlich keine echte Zahl, wenn ich jetzt schätzen sollte. Also es waren mehrere hundert Leute. Ne? Das ist schon wirklich gut, auch dafür, also auch für die Maßstäbe, dass das eben drei Leute sind, die generell natürlich auch schon Publikum ziehen. Aber auch das Format zieht offensichtlich Publikum. Ne? Also das ist schon ein für Lesungsverhältnisse sicherlich ein erfolgreiches Format. Und da ist natürlich jetzt spannend, ob die jetzt Nachahmer finden. Was übrigens nicht auf dem Plakat steht, aber ich glaube, das darf ich gar nicht verraten. Die haben nochmal einen Sonderauftritt, sagen wir mal so. Ich glaube aber, dass das noch nicht verkündet worden ist. Das ist Anfang August. Haltet mal, wenn euch das interessiert, ein bisschen die Augen auf den Social Media Kanälen, von denen wird es bestimmt angekündigt. Hätte ich vorher fragen sollen, ob ich das erzählen darf. Vielleicht erzählt der Bernhard das am Montag. Nach mehr 18 Uhr nochmal so ein Stream hier. Auf jeden Fall, glaube ich, dass die zufrieden waren. Ich weiß nicht, ob der Tourveranstalter zufrieden war. Ich habe da wenig Einblick. Könnte es also nochmal geben, so in nächster Zeit und vielleicht ja auch mit anderen Leuten nochmal geben, die das dann machen möchten. Also das ist, finde ich, dadurch ist dann auch der Branche an sich, finde ich, ein guter Dienst erwiesen worden, weil man da so ein bisschen das Eis gebrochen hat. Also man hat da so ein bisschen die Lese-Community und Lesungspublikum mit dem Konzertbusiness so verheiratet, wenn man so will, hat das so zusammengebracht. Und da kann viel Positives draus kommen. Das ist eine schöne Sache. Hinterher gab es noch die Möglichkeit zum Signieren. Da wurde ich auch manchmal gefragt. Das liegt aber einfach nur daran, dass die Leute eben manchmal die Filiasansager mit hatten und dann ist ja klar, dann möchten sie gerne von beiden Autoren eine Unterschrift haben. Also das waren eine Handvoll Leute, die das auch gerne wollten, habe ich natürlich auch gerne gemacht. Aber im Wesentlichen hatten die eben so ihre Stehtische und dann so eine Schlange dann davor, dass man sich Sachen signieren konnte. Man konnte natürlich auch die Bücher kaufen von den Kollegen. Das ist so das Übliche. Natürlich bei der Anzahl Publikum ist das dann auch nicht in 3 Minuten erledigt. Ne? Also das dauert dann ja schon so ein bisschen. Ja, FastChat sagt uns, dass es in Stuttgart auf jeden Fall ausverkauft war. Freut mich für die Kollegen. Schöne Sache. Ja, das ist so das, was ich berichten könnte von der Meister der Fantastik. Ich wollte aber auch noch mal erzählen, Literaturszene Köln. Das ist nämlich auch noch mal eine andere Szene. Das sind die Freunde also im Wesentlichen die Freunde der Hochliteratur. Die Literaturszene Köln hat eine gewisse Überschneidung mit Machern und Publikum des Literaturhauses Köln. Das ist so eine Einrichtung, bei der bin ich wirklich häufiger mal abgeprallt. Ich wollte ja, Lesungen, Veranstaltungen, irgendwie was da mal machen. Und das ist ja klar, es ist meine Heimatstadt. Wäre für mich schön einfach, da mal hinzulatschen und da mal eine Lesung zu machen. Und hatte da dann auch öfter mal die Leute angesprochen und auch für andere Sachen schon mal. Und da bin ich nie auf Gehör gestoßen, muss ich einfach sagen. Ja. Und dann bin ich da gewesen. Ich habe sehr wenige Fotos gemacht, diese beiden hier nämlich, weil nämlich sonst auch keiner Fotos gemacht hat, außer dem, der als Fotograf da vorgesehen war.
Eigentlich hätte ich lieber mehr gemacht. Naja. Jedenfalls war das für mich tatsächlich so ein bisschen so ein Ausflug in eine fremde Welt. Da waren vielleicht 50 Leute, würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht ein bisschen mehr. Und es waren vergleichsweise für die Veranstaltung, auf denen ich sonst bin, wenig Autoren und Autorinnen, insbesondere von Belletristik, da. Also weniger als 10 von den 50. Vielleicht noch nicht mal 5, also das weiß ich jetzt nicht. Wer tatsächlich da war, waren Leute, die Theaterstücke schreiben. Also Dramatiker. Ja, die also hier für die Theater, vor allem in Köln logischerweise, Stücke schreiben. Und die dann da eben inszeniert werden. Es waren auch Theaterintendanten da. Es waren eben Leute da vom Literaturhaus, es waren Buchhändler da. Mit denen habe ich mich alle unterhalten. Die haben halt am Anfang so ein kleines Kennenlernspielchen gemacht, war ganz nett. Und dann konnte man auch ganz gut mit denen ins Gespräch kommen. Was für mich faszinierend war, also mehrere Sachen, aber unter anderem war für mich faszinierend. Ich hatte in meinem Rucksack dabei zwei Perry-Roden-Heft-Romane. Ich trage da auch so ein Perry-Roden-T-Shirt, sieht man da ja. Ne? Und ich hatte dabei Sternbrücke und ich hatte dabei Grauwacht in der neuen Ausgabe, was ja nun wirklich ein sehr schön gestaltetes Buch ist. Und immer wenn das Gespräch passend lief, habe ich dann gesagt, so, und jetzt zeige ich euch mal, was ich mache. Zack, zack, zack. Und interessanterweise, für mich auch überraschenderweise, war dieser Aufkleber mit Spiegel Bestseller-Autor, ja, auch für die Buchhändler, die jetzt dort waren, komplett uninteressant. Also das waren auch oft Buchhändler, die gesagt haben, wir haben gar kein Regal für Bestseller. Ja. Wir kennen unser Publikum, wir holen halt das, was unser Publikum sind, wofür die sich so interessieren. Ne. Das schön gestaltete Grauwacht hat auch so höfliches Nicken ausgelöst, aber im Grunde hat man gemerkt, Fantasy ist es nicht so jetzt hier bei den Leuten. Ne. Also das war so ein. Also die waren wirklich höflich und freundlich, ne, da kann ich nichts sagen, aber man hat gemerkt, im Grunde können wir nicht über was anderes reden. Perry Rhodan stieß auf großes Interesse. Ich hatte mich wirklich geärgert, dass ich nur zwei Heftromane mit hatte. Ich hätte einen ganzen Sack voll Heftromane da unter die Leute gekriegt. Das hat die richtig interessiert. Die Dame, die ihr hier auf dem Bild neben mir sieht, ist Bettina Fischer. Bettina Fischer ist das, die Leiterin des Literaturhauses Köln. Die fand das interessant. Die hat sich das gerne angehört, wie groß Perry Rhodan so ist, wie lange es das schon gibt. Sie kannte das natürlich, das ist ein großer Vorteil. Eigentlich jeder kennt diesen Markennamen, ne? Das ist dann schon was. Wie das so abläuft, was da so aktuell Thema ist. Ja, also das hat sie alles interessiert. Sie hat auch gerne dieses Heft mitgenommen, mit diesem Heft dann auch meine Visitenkarte. Und interessanterweise kam dann eine Buchhändlerin, die also schon, ich da glaube, das darf man immer sagen, die war schon recht alt. Ja, also das ist ja nichts Ehrenrühriges, also wirklich deutlich älter als ich. Ja. Und die meinte, können wir bitte mit dem Literaturhaus eine Perry-Roden-Veranstaltung machen? Und es stellte sich halt raus, das war halt eine Buchhändlerin. Und die hat gesagt, ja, ich habe ja einen ganz kleinen Buchladen hier in Köln, also, ne, also Programmbuchhandlung. Ne, und ich habe immer, wenn so ein Perry-Roden-Silberband rauskommt, das sind die Sammelbände, in denen die Perry-Roden-Hefte drin sind, habe ich immer drei Leute, die das kaufen. Immer. Das geht bei mir. Also drei Leute wollen immer den aktuellen Perioden-Silberband haben. Und das hat dazu geführt, dass die tatsächlich dann wirklich auch interessiert waren zu sagen, wir können ja mal überlegen, ob wir was zu Perioden machen. Wir müssen natürlich überlegen, in welchem Rahmen, was ist da möglich, was für eine Art von Veranstaltung machen wir da.
Und hier meine schöne Sternenbrücke, über die wir jetzt den ganzen Abend gesprochen haben, mit dem Spiegel-Bestseller-Autor-Aufkleber oder mein schönes Graubach-Buch interessiert keinen. Das war die erste interessante Erkenntnis. Die zweite interessante Erkenntnis, das ist bei mir aber noch Gegenstand der Forschung, aber ich hatte so den Eindruck, dass ich also falsch lag, damit, dass ich die angeschrieben habe und denen immer gesagt habe, hier, ich habe ein interessantes Buch oder ich habe ein interessantes Thema und wir können nochmal darüber sprechen und so. Das ist offenbar nicht, der Fokus des Interesses, sondern, in diesen Kreisen offenbar ist der Star nicht der Autor oder die Autorin. Mein Eindruck jetzt, ja. Der Star ist der Moderator oder die Moderatorin. Das war ein Gesprächsthema. Wer hat wen wann moderiert, an Land gezogen, wer hat den Abend schön gestaltet? Die Autoren und die Autorinnen, die kommen und gehen. Aber die Moderatoren und die Moderatorinnen, die kommen immer wieder. Und die sind Garanten dafür, dass es ein interessanter Abend wird, bei dem das Publikum auch viel rausziehen kann. Das heißt, wenn ich mal Zeit habe, mich wieder um sowas zu kümmern, wäre mein Ansatz jetzt ein anderer. Mein Ansatz wäre, ich suche mir einen Moderator, der es drauf hat und der bekannt ist in diesen Szenen. Und dann mache ich mit dem Moderator gemeinsam den Vorschlag, dass ich da eine Lesung oder was weiß ich, was für eine Abendgestaltung mal machen könnte. Und ich glaube, damit werde ich einen viel größeren Durchschlag haben. Die kannten zum Beispiel sofort, als ich denen erzählt habe, dass wir für den 3000. Periodenband eine Veranstaltung hatten im Literaturhaus München. Und München ist ja nun nicht um die Ecke von Köln. Aber die kannten sofort die Verantwortlichen des Literaturhauses. Das wussten die. Die haben mich gefragt, war denn der involviert? Hat der denn was gemacht? Was war denn mit dem? Was ich dann alles leider nicht beantworten konnte, weil mir diese Namen nichts gesagt haben. Ich war bei der Veranstaltung, aber wer vom Literaturhaus das da jetzt im Hintergrund organisiert hat, und das weiß ich jetzt 2 Jahre später halt nicht mehr, 2,5 Jahre später nicht mehr. Das waren für die aber die entscheidenden Namen, die entscheidenden Leute. Das ist das, worum es da ging. Das fand ich schon interessant. Und hätte ich so auch nicht gedacht, aber das ist halt, jede Szene hat halt so ihre Regeln. Das muss man einfach so sehen. Okay, das wollte ich nochmal loswerden. Aber also, ne, nicht falsch verstehen, das sind echt die Leute, die ich da getroffen habe. Sehr nette Leute, kann ich nicht anders sagen. Also durchaus auch interessierte Leute, nur nicht unbedingt per se an Fantasy. Ne? Das ist halt nicht so deren Interessenschwerpunkt. Das ist halt so. Gut, was kann ich noch berichten? Ach so, ich kann noch sagen, ich hatte eine Lesung im Gleis 11 in Bergheim. Schönes Kulturzentrum, da an dem kleinen Bahnhof, der auch noch in Betrieb ist, aber eben nicht mehr so überschwänglich. Ich glaube, die betreiben eben nur noch ein Gleis. Und ja, das ist da eben der Kulturbahnhof. Und da habe ich Sternenbrücke vorgestellt, war eine Doppellesung. Die Theresa, der Nachname soll nicht genannt werden, weil das noch eine Minderjährige ist. Ja, also da möchte man das nochmal ein bisschen bedeckt halten. Die Theresa hat da auch gelesen aus einer Kurzgeschichte, mit der sie einen Wettbewerb im Vorfeld gewonnen hat, eine Fantasy-Kurzgeschichte. Und dann war ich eben nach der Theresa dran und habe aus Sternenbrücke gelesen. Das war ein außergewöhnlich interessiertes Publikum. Also da haben wir wirklich lange diskutiert über ähnliche Fragen, wie sie jetzt am Schluss inhaltlich aufgekommen sind in dem Leserbrief von dem Dispaginus. Dispaginus weist auch darauf hin, ich brauche den Dennis Scheck als Moderator, der schon im PR-Film mit Hartmut aufgetreten ist. Das wär's. Also interessanterweise bin ich Dennis Scheck ja auch schon mal begegnet. Na, also das ist ja, der wird sich nicht an mich erinnern, ne? Aber also ich bin dem mal begegnet auch und habe mich kurz mit dem unterhalten, aber wirklich so kurz, dass er sich gar nicht an mich erinnern kann. Das wär's.
Das ist genau das. Ne? Also genau richtig überlegt. Also Dennis Scheck wäre es, aber es gibt natürlich auch hier in Köln so Local Heroes, an die ich vielleicht leichter rankomme. Ne? Also muss man auch mal realistisch bleiben. Gleis 11 hatte natürlich auch eine Moderation von den Leuten, die dann da waren. Das war aber mehr, also die hat jetzt keine Fragerunde moderiert, sondern die hat uns halt anmoderiert. Und auch nochmal herausgestellt, was das für ein Wettbewerb war. Das hat sie auch sehr gut gemacht. Und das ist halt, ja, also, das ist dann da passiert. So, und damit ich mal die vergangenen Veranstaltungen auch alle abgehakt habe, dass da keiner traurig ist, dass ich ihn nicht erwähne. Satiryu, der mag Fantasy, vielleicht klappt es ja. Also, dass Dennis Scheck Fantasy mag, wüsste ich zumindest nicht. Er mag Science Fiction. Er kommt nämlich ursprünglich, oder ursprünglich ist jetzt, hört sich so blöd an, aber er war früher mal im Science Fiction, beim Science Fiction Stammtisch Stuttgart. Da ist er öfter hingegangen, das weiß ich, aber Fantasy also mag sein, weiß ich aber nicht, ob er da einen Bezug hat. Niederrhein-Con gab es noch. Das hatte, ja, Tolkien. Aber Tolkien ist eine eigene Art Fantasy, sagen wir mal so. Tolkien ist, ich mache das nochmal weg, Tolkien ist deswegen ein Sonderfall, weil man Tolkien auch deswegen einfach gut finden kann, weil man Sprache gut findet. Der hat ja seine Fantasy-Welt etwas überspitzt ausgedrückt herumgebaut um die Sprachen der Völker, die da leben. Ne? Also das war für ihn sehr wichtig, diese Sprachen auszuarbeiten. Und ja, also das ist ein anderer Zugang nochmal. Ne? Und deswegen ist das gar nicht so selten, dass Tolkien, ich sage jetzt mal mit einem ganz breiten Pinsel, ich meine das nicht despektierlich, dass Tolkien in solchen Kreisen auch wahrgenommen wird. Aber das ist was anderes, als wenn man Sanderson, Abercrombie, Corvus, Hannen, Heitz, Meyer, solche Leute mag. Also nicht die Leute, sondern das, was die schreiben, natürlich. Dispaginus oder ich mache den Moderator und lade Leute ein. Nee, das wird eben nicht klappen. Genau das wird nicht klappen. Weil ich in der Moderatoren-Szene, um das mal so zu sagen, keinen Namen habe. Ja, also das ist einfach die Leute, die sich für Bestseller interessieren, kennen mich, die sich für Perioden interessieren, kennen mich, die sich für Fantasy und Science Fiction interessieren, kennen mich. Aber die Leute, die sich speziell für Moderatoren interessieren, die kennen mich eben nicht. Genau das wird nicht klappen. Und da brauche ich irgendwen, der hier etabliert ist, ja. Der muss nicht einfach nur gut sein, der muss eben, man muss wissen, dass der gut ist. Oder die, ne, kann ja auch eine Dame sein. So Leute, Niederrhein-Con. Niederrhein-Con bin ich auch gewesen. Beeindruckend am Niederrhein-Con ist, dass das die einzige Convention war, die durchgängig während dieser Corona-Jahre auch immer stattgefunden hat. Da gab es eben immer sorgfältige Hygienekonzepte. Und man hat dann da mit den jeweiligen, müsste das Gesundheitsamt gewesen sein, gesprochen. Da ist mal in Wesel ist das mal gewesen und dann in Dinslaken. Und die haben das sehr gut gemacht. Und dann wurde auch gesagt, jawohl, wenn ihr das also so aufzieht, wir gucken uns das dann nochmal vor Ort an, aber wenn das dann so ist, wie ihr das beschrieben habt, dann dürft ihr auch eure Veranstaltung machen, mit Auflagen natürlich, Maske und so weiter. Und dieses Jahr war es aber, ich glaube sogar komplett ohne Auflagen, wenn ich mich richtig entsinne. Und da hatten wir dann wieder unseren Stand in Dienstlaken. Waren wir da, da waren Bernhard und ich. Hier sieht man unseren schönen Stand mit den Büchern. Da sind wir so ein bisschen über Eck positioniert. Da hatte ich meine Lesung aus Sternenbrücke. Wir hatten noch eine aus der Phileas-Ansage, da habe ich kein Foto von. Da habe ich mal eine Kollegin fotografiert, Jasmin Jülicher, mit dem Ehemann Benedikt. Und die schreibt also unterschiedliche Sachen, unter anderem Steampunk. Das ist ein Schwerpunkt bei ihr auch. Die war einfach in derselben Ecke, wie wir positioniert. Man sieht da im Vordergrund nochmal die Bücher von Bernhard liegen. Ja.
Und da war der David Grasshoff. Das ist so Abendprogramm auch, ein Comedian, der auch bei Mario Barth und in anderen Fernsehformaten ab und zu mal auftritt. Und der kommt aus Wuppertal, deswegen ist er auch gerne hier so in der Umgebung, so im Ruhrgebiet und so weiter aktiv, und er konnte da dann noch eine schöne Abendveranstaltung machen. Fast Chat, mein Helfer, damit ist wahrscheinlich der Daniel gemeint, der war nicht in Dienstlaken bei mir da reinkommen, das stimmt. Dafür war es auch ein bisschen klein, aber das ist richtig, der war da nicht dabei. Bei dem Stand fehlt eindeutig eine sorgsame, ordnende Hand oder zwei, sagt Dispaninus. Also, Kollegen, der Stand sieht doch super aus. Das kann ich ja jetzt gar nicht verstehen. Schaut mal, wie schön unser Stand da ist. Ich finde ihn super. Leute, sieht man am Stand, dass Daniel nicht da war. Also ich gebe zu, wenn Daniel da gewesen wäre, dann wären diese Bücherstapel exaktamente ausgerichtet. Da hat er ein Faible für, das macht er gerne und auch gut. Das mache ich nicht, ich schmeiße die Dinger halt dahin. Aber, tja. Ja, der am Niederrhein, natürlich, das ist der am Niederrhein hier. Hispaginus. Das ist der Niederrheinkorn. Nein, also das ist richtig. Der hätte das da schön exakt ausgerichtet. Aber, also man findet da doch alles, ist doch gut. Also meine Güte. Außerdem drücke ich den Leuten sowieso ständig ein Buch in die Hand. Naja, ich gebe zu, es wäre also noch exakter geordnet gewesen, wenn Daniel da gewesen wäre. Okay. So. Ansonsten gibt es noch irgendwie Vermischtes. Ich kann euch noch erzählen, ich habe bei Perry Roden abgegeben, meinen neuen Heftroman am Montag. Ich habe hier Coworking gemacht und dabei meine Stellaris-Geschichte gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich nächste Woche, wenn die Schattenherrenbücher da sind, dass ich dann auch Coworking mache, im Sinne von, dass ich da meine Sachen signiere und eintüte und sowas alles. Also, wenn ihr da Lust habt, da wird nichts Spektakuläres passieren, aber wenn ihr Lust habt, da dabei zu sein, dann gerne. Auf jeden Fall gehört ja auch Stellaris zu Perry Roden, und das ist abgegeben und kam auch schon Feedback aus dem Lektorat. Das ist also so okay mit den finalen Änderungen, die ich da gemacht habe. Und demnächst gibt es dann ein Titelbild dafür. Und es soll erscheinen Anfang Dezember in Perry Rhodan Nummer 3198. Der Titel von dem Perry Rhodan Band steht natürlich noch nicht fest. Aber dann soll es kommen, also kurz vor Ende des Zyklus. So, was wir nochmal machen könnten, wenn ihr Lust habt, ihr könntet mir noch eine Frage beantworten. Ich habe jetzt nämlich alles erzählt, glaube ich, was ich erzählen wollte. Denkt dran, Montag kommt Elfenkönig. Das könnt ihr übrigens auch, das könnte ich noch erzählen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das, Datei, bei der Buchhandlung Drachenwinkel bestellen. Das ist, ich glaube, bestellung@drachenwinkel.de. Genau. Also einfach bestellung@drachenwinkel.de ist die Mailadresse. Und du bist aufgestiegen in die Schlussbände. So. Wegen 3198. Ja, da kommt meine Stellaris-Geschichte rein. Ne? Also so. Ne? Das ist meine Stellaris-Geschichte ist dann drin. Also, Elfenkönig könnt ihr, wenn ihr möchtet, da bestellen. Hat für uns den Vorteil, das zählt für die Spiegel-Bestsellerliste, weil es über den Drachenwinkel läuft. Wird dann auch gebucht in der wichtigen Woche. Und ja, also das ist sowieso eine Buchhandlung, die sehr verbunden ist mit der Science-Fiction- und Fantasy-Szene. Machen ständig Lesungen, bieten da also den Autoren nochmal Möglichkeiten,
Von daher ist das gar nicht verkehrt, die mal so ein bisschen zu fördern. Deswegen machen wir das diesmal auch mit denen zusammen. Da kommen also jetzt am Wochenende, kommt dann so eine Liste, was wir für eine Widmung machen sollen und sowas. Und ja, also das wollte ich auch noch mal kurz erzählen. So, aber was ich euch ja eigentlich fragen wollte, ist, was ihr denn eigentlich gerne in meinem Kanal haben wollt. Das ist nämlich gar nicht so einfach für mich rauszufinden. Ich habe nämlich mit Erstaunen gesehen, dass von den Zugriffszahlen dieses Streams, die ich, wie dieser hier, den ich alleine mache, manchmal mehr Zugriffe haben als die, in denen ich Gäste habe. Und ich hätte jetzt ja vermutet, dass es besonders interessant ist, wenn ich mich mit irgendeinem Gast über ein Thema austausche. Aber das scheint ihr als Publikum gar nicht unbedingt so zu sehen. Und das macht mich natürlich so ein bisschen nachdenklich. Deswegen mache ich jetzt mal eine Abstimmung. Schwupp. Was ihr denn überhaupt gerne sehen wollt auf diesem Kanal. Ich sollte das ja vielleicht gar nicht einfach voraussetzen. Also ihr müsstet jetzt eine Abstimmung sehen, die da läuft. Und dann müsstet ihr jetzt angeben können, was ihr denn gerne häufiger auf meinem Kanal haben wollen würdet. Also Solo-Streams wäre das, was ich jetzt hier gerade mache. Ne? Da erzähle ich halt so aus meinem Schriftstellerleben, was so passiert ist. Normalerweise nicht so lang wie jetzt. Jetzt hat sich das eben über ein paar Wochen angespart gehabt. Aber ich könnte mir natürlich auch irgendein Thema ausdenken, über das ich dann erzähle. So. Ja, ist interessant. Also es ist ja so ein bisschen ausgewogen jetzt zwischen Solo-Streams und Streams mit Gästen. Vielleicht sollte ich Mehrfachnennung kann ich, glaube ich, mit diesem Tool nicht machen. Vielleicht sollte ich das etwas ausgewogener machen, dass ich öfter mal alleine hier unterwegs bin. Ich hätte noch eine Frage, nämlich was ihr gerne, das ist ja jetzt das Format, ne? Aber ich, was ihr denn inhaltlich mehr sehen wolltet. So, da habe ich auch wieder vier Alternativen. So. Also, ihr müsstet die nächste Abstimmung laufen sehen. Ich gehe mal dahin. Also bei den Hintergrundinfos weiß ich zum Beispiel, dass für mich hatte ich nicht so erwartet, dass viel Interesse bestand daran an solchen Sachen wie dass in der Buchhandlung die Sachen in den Regalen stehen, dass das so die Tapete ist für die Buchhändler. Also eigentlich nicht das, wo man erwartet, dass man Bücher verkauft, sondern dass das eben die Dinge sind, die auf den Tischen liegen und das andere mehr der Dekoration des Ladens dient. Da weiß ich, dass das auf also reges Interesse nachher im Chat gestoßen ist. Und es überrascht mich jetzt hier in diesem Fall ein bisschen, dass die Buchtipps so schlecht wegkommen, weil ich da immer den Eindruck hatte, dass das tatsächlich auch gefragt sei. So, wenn ich Gäste habe oder auch wenn ich selbst was gelesen habe, dass ihr da ganz interessiert immer zugehört habt, was ich denn gerade so lese oder was die gerade so lesen und warum das jetzt gut ist, also dass man gerne Buchtipps hatte. Aber da liege ich ja vielleicht auch falsch, ne?
Also ich weiß jetzt auf jeden Fall schon mal, was hier die Stichprobe gerne hätte. Wir wollen alles, genau. Ja. So, muss ich mal gucken, was wir hier so geschrieben haben. Wir wollen alles, alle vier Möglichkeiten, ja. Wie bekommt man einen Einblick? Man bekommt einen Einblick, wie es sich als Schriftsteller lebt. Ja, das hoffe ich. Das ist meine Intention hier. Geht bei mir nicht mehr Schriftstellerleben. Ach so. Also müsste ich bei Schriftstellerleben wahrscheinlich eine Stimme mehr zählen hier. Habe übrigens heute die Enkelkinder der angefangen, nach einer YouTube-Rezension. Der Roman verdient das auch, dass man den liest. Die Enkel der Raketenbau. Was war der erste Gewinner des Kurt-Laßwitz-Preises? Müsste 1981 gewonnen haben. Das Buch ist demnach von 1980. Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Ja, das ist mir klar. Aber es ist ein Stimmungsbild, das Beste, das ich eben im Moment zu so kriegen kann. Ne? Also, dass man mal, dann habe ich zumindest mal ein bisschen mehr als nur mein Gefühl. So, das ist schon mal ganz gut. Ja. Also bei Let's Plays, ne? Das ist ja auch was, was ich noch nicht gemacht habe. Das wurde vorgeschlagen, für hier das Perry Roden Adventure. Wenn ich das zum Laufen kriegen sollte, habe ich noch nicht probiert, aber wenn ich das zum Laufen kriegen sollte, dann könnte ich euch natürlich zugucken lassen, wie ich das spiele. Und der andere Vorschlag, ist, ich könnte Spielleiter sein für das Dune-Rollenspiel. Das habe ich ja übersetzt. Ne, also ich könnte das Dune-Rollenspiel spielleiten und wir könnten so eine Rollenspielrunde streamen. Sollte es nochmal fragen gegen 21:30 Uhr? Ja, klar, dann sind mehr Leute da, das ist mir schon klar. Haben uns enthalten, hätten zwei Stimmen gehabt. Da gucken zwei Leute zu, das ist natürlich schön. Aber wir werden bestimmt auch gerne überrascht. Ja, super Idee, ja. Also das kann schon attraktiv sein, so ein Let's Play auch. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt mich festlegen muss und nur eine dieser Sachen machen kann. Ich möchte natürlich nur einen attraktiven Mix finden. Ja, wo ihr dann sagt, ja, das ist interessant, sich das auch anzuschauen. Und wir gucken ab und zu mal rein und so. Ja, das ist nämlich das Nächste, sagt Treadstone65 völlig zu Recht. Bei den Gästen kommt es natürlich stark auf den Gast an. Darf ich mal Leo Lukas oder Olaf Brill Stellaris in den Raum werfen? Das sind natürlich zwei sehr interessante Gäste. Olaf Brill ist, das müsste allerdings schon, also entweder Anfang des Jahres oder sogar schon letztes Jahr gewesen sein. Da war der bei dem Ben Calvin Harry zu Gast. Der hatte ja so ein Schreibformat gestartet und mit so Schreibaufgaben, Schreibchallenges. Und da war der Olaf Brill der Auftaktgast. Und Leo Lukas ist natürlich ein echtes Kaliber. Also, der ist unglaublich unterhaltsam, der Mann. Der ist ja im Hauptberuf Kabarettist und im Nebenberuf Perry Roden Autor. Das sind gute Vorschläge, ne? Und das muss ich mir natürlich echt überlegen. Was bei den beiden, ich will jetzt nicht sagen, dagegen spricht, aber das ist natürlich, das sind zwei Autoren. Leo Lukas würde ich da jetzt auch mal als Autor zählen. Wenn der jetzt hier in meinen Stream kommt, dann wird er ja kein Kabarett machen. Das heißt, die überschneiden sich natürlich stark mit dem, was ich auch so erzählen kann. Während wenn ich jetzt jemanden habe, der was weiß ich über Grafiken, also so wie die Katharina Nico, die ich mal da hatte, die jetzt über ihre Zeichnungen sprechen kann, dann hat das auch was mit Büchern zu tun, ist aber eine ganz andere Sicht auf den Themenkomplex. Deswegen war meine Vermutung immer, das ergänzt sich dann besser. Aber
Ich hatte ja auch schon auch Kolleginnen und Kollegen da, ne? Von daher, das wäre jetzt kein Ausschlusskriterium. Das mit dem Dune-Rollenspiel finde ich super, sollte dann aber fast schon ein One-Shot werden. Ja, also kann man alles überlegen, ne? Auch das hat mehrere Facetten. Man könnte sagen, wir wollen das Spiel vorstellen. Wenn man das macht, würde man damit beginnen, wie denn die Spielfiguren entwickelt werden. Und bei Dune ist es auch so, dass zusätzlich noch das Adelshaus entwickelt wird, dem die Spielfiguren angehören. Oder man sagt wirklich, wir machen so ein Abenteuer. Und dann würde ich auch sagen, lass uns erstmal was Kurzes machen. Und mal gucken, genau, als Testballon, wie das so ankommt. Und dann kann man ja immer noch sagen, man spielt dann mal was Längeres, was über mehrere Spielabende geht. Also ihr merkt, das muss ich ein bisschen überlegen. Es ist ja jetzt auch schon spät. Viertel nach 11 beinahe. Also erstmal herzlichen Dank für das Interesse, für die Beteiligung hier an der Abstimmung auch. Und jetzt darf ich nicht vergessen zu raiden.